Warcraft-Freunde, meine lieben Fans von Nice Try und natürlich auch von Get to the Keyboard, especially Bottom Reaper hier. Heute Showmatch der beiden YouTube, ich möchte was sagen, Legenden, die wir heute sehen werden. Es ist ein paar Wochen her, seitdem sich beide ein bisschen gezankt haben. Und bevor man sich hier auf die Fresse gibt, machen wir das wie zivilisierte Leute und regeln das Ganze in Warcraft 3, dem besten Spiel aller Zeiten. Mein Name ist Neo, ihr seid hier auf Back to Warcraft, genau richtig. Ich kommentiere das Ganze heute, werde gleich natürlich noch ein paar Interviews machen mit den Spielern, bin schon auf dem Teamspeak. Weiß noch nicht so ganz, wo sie spielen, aber das finden wir gleich raus. Auf jeden Fall ein sehr anderes Programm als das, was wir ansonsten sehen. Ansonsten natürlich hier auf diesem Channel High-Class-Action. Was so Warcraft angeht, irgendwie. Die Pros, die besten von aller Zeiten spielen hier auf diesem Channel. Ja, und ich mache gleich hier das Interview. Ich werde hier gerade schon angestupst. Ich muss hier mal antworten. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich komme gleich hoch. Mach hier noch kurz die Introduction. Also, heute mal Noobs am Start, aber zwei sehr unterhaltsame Noobs. Denn, ja, beide haben einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel und wir werden gleich mal sehen, was die beiden zu sagen haben, wie sie sich vorbereitet haben auf dieses Match. Freitagabend, 19 Uhr, genau der richtige Zeitpunkt hier, dieses Ding zu entscheiden. Es ist ein Best of Three. Wir spielen drei Maps, Twisted Meadows, Tarina Stand und Echo Isles. Wir haben ein Human gegen Undead, also ich bin mal gespannt, was die beide gleich zum Matchup zu sagen haben. Ich lasse die einfach mal reden und gucke, welche Fachtermini sie da schon benutzen können. Und ich weiß gar nicht, ob sie früher mal gut in Warcraft waren oder ob das einfach nur so zum Fun ist. Ich weiß noch nicht, ob sie trainiert haben, wir werden das gleich alles rausfinden im Interview mit beiden Spielern. Und ich habe richtig Bock, also ansonsten sieht man ja meistens Leute, die kaum Fehler machen irgendwie, und das wird heute alles komplett anders sein. Es geht um Ruhm und Ehre und es wird mit allen Waffen gekämpft, die irgendwie möglich sind. Ich bin gespannt, was beide hier aufs Parkett zaubern. Jo, es sind 26 Leute auf dem Stream, der Chat fängt auch langsam an aktiv zu sein. Ihr könnt gerade mal sagen, ob das Mikrofon laut genug ist, denn ich gehe hier mal in den Channel. Moin Leute! Ach, du bist gerade hochgekommen. Ja, ich bin hochgekommen. Das ist doch viel einfacher, als wenn jetzt zwei runterkommen. Kann auch besser einer hochkommen. Das ist in der Tat verrückt, diese Tactics. Ja, wir waren gerade nur am Hin- und Her-Düdeln, Reden und sonst was. Ich weiß ja nicht, läuft dein Stream? Mein Stream ist sowas von an und ich habe auch schon die Introduction gemacht. Fantastisch. Hast du erzählt, welche Maps... Ach, wir müssen sowieso noch... Habe ich ganz vergessen, hier überhaupt wählen, wer als erstes die Map wählen darf und welche Map das denn sein wird. Und das, deswegen gehe ich jetzt auf random.org und werde das entscheiden. Verrückt, oder? Ach, du willst das entscheiden? Oder willst du es? Du kannst es natürlich auch machen. Das wäre vielleicht... Ich hätte jetzt eine Liste... Ja, ich weiß ja nicht, was du da dir zusammenspinnst. Ich kann das natürlich im Vorfeld schon als Video gemacht haben, wie ich eine Liste random mache. Genau. Also dann überlassen wir das doch dir. Das ist doch viel besser. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, Es ist fantastisch, dass ich hier bin, möchte man sagen. Das große Problem ist, wenn ich mir die Map dann aussuchen darf, weiß ich trotzdem nicht, welche Map für mich die beste ist und welche schlecht ist. Okay, also deine Vorbereitung war schon mal sehr gut. Ja. Okay. So, also zwischen 1 und 2. Wer ist die 1 und wer ist 2? Ja, wie losen wir jetzt aus, wer die 1 und wer die 2 ist? Das ist Quatsch. Das nächste Problem. Du entscheidest es einfach, Janis. Das ist jetzt deine Entscheidung. Okay, weil ich dich länger kenne, bist du die 1. Und wieso? Der Bottom. Das wird sich auch nach den 2 Games nicht geändert haben. G-Bug. Okay, ich mach die Augen zu. Ich drücke auf diesen Knopf. Ich zeig das jetzt nicht auf dem Stream, weil das ist mir jetzt zu kompliziert. Es ist die 1. Tatsächlich. Oh, jetzt muss ich tatsächlich die erste Map auswählen. Ja. Es wäre dann auf die schöne Wiesenbogen, wie sie ja auf Deutsch heißt. AKA Twisted Meadows, Meadows, wie auch immer man es ausspricht. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Map für den Start. Normalerweise werden die ganzen großen Turniere ja auf dieser Map entschieden. Aber wir starten da einfach gleich mit, ne? Was soll's? Die ist einfach so wunderschön. Das ist korrekt. Wie ist dieses ganze Showmatch hier eigentlich entstanden? Oh, das muss eigentlich der Bottom Reaper sagen, weil der hat das Ganze angefangen. Ich habe nur mich angeschlossen und, ich habe eigentlich das erste Battle ja schon gewonnen, aber vielleicht, Bottom Reaper, erzähl du dir, was du dir gewonnen. Dabei gedacht hast. Natürlich. Nein, hast du nicht. Ah, wer die beiden Videos gesehen hat, der weiß ja eindeutig, wer gewonnen hat. Janis, du rauchst gerade überkrass. Ja, ich rauch gerade, das ist richtig. Du rauschst, nicht rauchst. Ach, ich rausche? Das ist nicht gut. Ja.
Oh, jetzt ist nicht mehr. Okay. Jetzt ist es weg, aber gerade eben, Alter, das hat mir schon Angst gemacht, muss ich sagen. Nein, das ist alles hier Top-Notch-Technik. Ja, los, Bottom Reaper, hau raus. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Du warst bei Azurich und mir auf dem TS. Ich glaube, ihr beide habt Heroes of the Storm gezockt und mich die ganze Zeit damit genervt, dass ich es nicht zocken kann, weil ich nicht in der Alpha war. Und dann habe ich einfach mich über dich lustig gemacht, weil du keinen Dark Souls kannst, und habe währenddessen einfach auf Aufnahme gedrückt. Während du halt, ne, erzählt hast, dass du ein Lowbob bist und dir mein Let's Play angucken musstest, um überhaupt zu wissen, was abgeht. Also mich einfach nur in den Himmel gelobt hast, und habe ich das einfach hochgeladen. So, Spaß. Und ja. Was ist dann passiert? Was hast du gemacht? Dann war er nämlich krass und hat dann so den Taurus-Dämon ohne Equipment Soul Level 1 mit Brandbomben gelegt und fand sich toll. Genau. Dann habe ich natürlich ein Video als Antwort gemacht, wo ich mich natürlich nicht vor einem WC3-Battle drücken wollte. Und habe dann im Prinzip genau das gleiche in Dark Souls gespielt, aber war halt viel schneller als er. Deshalb war mein Video schon cooler und deshalb habe ich das erste Duell eigentlich schon gewonnen. Okay, also steht's 1-0. Vielleicht solltest du mit einer Map-Vorsprung in dieses Best of 3 gehen. Eigentlich können wir es direkt lassen, weil eigentlich habe ich schon gewonnen. Also. Ich meine, wir können gerne Dark Souls dumm spielen. Ich habe jetzt leider keinen Back-to-Dark-Souls-Stream aufgesetzt, irgendwie. Ich glaube, wir sollten doch bei Warcraft bleiben. Ach, Dark Souls machen wir vielleicht mal wann anders. Ja, wäre eine Idee. Jungs, wo spielen wir jetzt eigentlich? W3 Arena. Nice. Haben wir schon einen Channel? Die Plattform. Ich kann ein Game hosten, wenn das du kannst das du willst. Tun. Ja, ich muss noch das Scoreboard machen und so, von daher wäre ein bisschen Vorlauf gar nicht so schlecht. Wir sind ganz entspannt, wir machen uns hier gar keinen Stress. Soll ja eine lustige Nummer werden, deshalb... Das wird's wahrscheinlich auch. Ja, nice try. So. Hast du dich denn vorbereitet auf dieses Match? Oder denkst du, du bist jetzt 1-0 in Führung? Im Prinzip war ja die Regel, dass man sich nicht vorbereiten darf. Deshalb, also was heißt nicht vorbereiten? Man durfte es nicht spielen. Ich habe die Regel gestern leider gebrochen und gegen dich gespielt. Das ist korrekt. Aber man muss dazu sagen, jetzt nicht, dass hier die Leute rumheulen. Erstmal, ein Spiel ist keine Vorbereitung. Das bringt rein gar nichts. Selbst wenn ich mehr gespielt hätte, könnte man es nicht als Vorbereitung sehen. Zweitens, habe ich das dem guten Bottom Reaper erzählt und ihm angeboten, dass er gerne auch ein Spiel machen darf. Und hast du es gemacht? Weil ich fair bin. Er macht jetzt einen auf cool und sagt, nee, ich mach den nicht. Ich habe meine BO auf Echo Eyes nochmal geübt, weil ich hatte dann eine eigene BO. Ansonsten habe ich nicht wirklich viel gemacht. Oh, ich muss gerade mal gucken, was zeige ich eigentlich gerade auf dem Stream, damit ich muss euch nämlich das Passwort sagen, nicht, dass da Leute, wobei die meisten haben wahrscheinlich gar kein Warcraft und kein W3 Arena, wobei vielleicht die Zuschauer von dir... Ist im Teamspeak das Passwort. Ah, ich hab keine Observer. Ja, ist besser, weil wir Warcraft-Freunde werden ja gerne mal gehackt und gededost. Und dementsprechend ist es immer sehr gut, wenn die Game-Names nicht preisgegeben werden. Ja, ich muss gerade nochmal, ich mach Referees mal rein, falls irgendwas sein sollte, dass du uns schreiben kannst. Ja, das ist sehr gut. Du bist ja 1A, theoretisch 1A vorbereitet. Kannst ja, du mir auch beglückwünschen, wie toll ich gespielt habe, wenn ich dann gewonnen habe, das erste Game. Game ist offen, der Game Name ist der gleiche. Warte kurz, ich hole mir noch kurz ein Tässchen Kaffee. Ist tatsächlich erlaubt, das weißt du. Fällt das nicht unter Doping, wegen Koffein und so? Ja, da wollen wir nochmal, ich glaube, also wenn ich verliere, ist die Ausrede natürlich nicht parat. Ja, das kann ich verstehen. Man muss dazu sagen, also kleine Sache an meine Zuschauer hier, meine Tastatur, ich habe es noch nicht hingekriegt, oder ich habe, was heißt, ich habe es nicht hingekriegt, ich habe es gar nicht versucht. Meine neue Tastatur ist ja mechanisch, deshalb ein bisschen laut. Falls sie euch zu laut ist, fickt euch. Ja, Jonas, so man kennt dich ja, also nice try, meine ich jetzt, man kennt dich natürlich von Dota, auch damals bei dem tollen Ding ESL Radio, warst du ja fleißig am Start. Wie sieht's denn mit deiner ehemaligen Warcraft-Karriere aus? Können wir hier ein bisschen High-Level-Play erwarten? Aber volles Met, Alter. Das wird richtig brutal, was ich hier abliefer, weil theoriemäßig habe ich natürlich die Bücher gewälzt, sage ich mal so. Weil ich natürlich auch immer fleißig die Top 100 geguckt habe. Deshalb, theoretisch müsste ich der beste WC3-Spieler ever sein. Also in der Theorie. Weil die Praxis ist dann halt immer noch mal so was anderes. Aber theoretisch, Leute, werdet ihr heute Plays sehen. Ey, da wisst ihr nicht, wo die eigentlich herkommen. Und wie sieht es bei dir aus? Was? Wie es bei dir aussieht mit der früheren Warcraft-Karriere?
Eigentlich ganz gut. Also ich war in dem Clan PY&O. Wir hatten Leute, die waren in der EAS unterwegs und ich habe mich eigentlich konstant mit denen auch gemessen. Also ich würde sagen, ich war gar nicht mal so schlecht. Da würde ich sagen, kleiner Vorteil für den Reaper an dieser Stelle. Da muss ich noch mal was ganz Kurzes sagen, was ich nämlich, was mir das eigentlich am meisten zu schaffen gemacht hat, die ganze Zeit, es hat ja auch jetzt ein bisschen länger gedauert, das, was für mich das wirklich fieseste war, war einfach, dass ich Bottom Reaper ja früher auch nicht kannte. Das heißt, ich weiß nicht, wie gut der irgendwann mal gewesen ist. Das ist so das Fiese. Hey, würde ich gegen Jannis spielen, da weiß ich, der war schon immer scheiße. Der war noch nie gut in WC3. Also, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Aber bei anderen, wenn du dann halt überhaupt nicht weißt, ob er jemals was konnte, dann ist es so schwer einzuschätzen, auf was man sich da einstellen muss. Das macht echt so am meisten Angst, weil du nicht weißt, gegen was du eigentlich spielst. Und er kann jetzt natürlich alles erzählen. Ich kann auch sagen, ja, 4K habe ich mitgegründet, Grubby war mein Trainingspartner. So, Ja, ob es damals dann. noch mit Kleolophus, genau. Ja, da. Guck mal, man weiß halt nicht, ob es stimmt. Und man weiß ja auch nicht, vor allem, wenn man sich damals für gut gehalten hat, weiß man ja nicht, ob man vielleicht im Endeffekt doch nur ein richtiger Lutscher war, aber sich für cool gehalten hat. Weil früher, da Das dachte ich auch, stimmt. ich wäre in Dota gut. Und wenn ich jetzt zurückdenke, dann denke ich, alter Schwede, war ich scheiße. So, aber es wird schon gefordert, dass wir nicht quatschen, sondern fighten sollen. Ich Das muss ist noch mal ja, ich habe vollkommen nur das blöd. kleine Problem. Irgendwie möchte Shadowplay mein Spiel nicht aufnehmen. Das ist korrekt, weil das DirectX 8 ist oder so und das geht damit nicht. Ach so, muss ich also frapsen? Jo. Ja, ich muss zum Beispiel auch im Window-Mode spielen, weil sonst der Open Broadcaster es nicht als ein Spiel erkennt. Ist auch, aber ich habe es ein bisschen getestet und eigentlich ist es alles super. Ich muss jetzt nur meinen Mouse-Trapper anmachen. Das ist ein Tool, dass eben meine Maus in dem Fenster gefangen bleibt und nicht die ganze Zeit hin und her dödelt. Ja, da hattest du ja ein paar Probleme mit gestern bei unserem Trainingsgame. Ja, und trotzdem habe ich dich gefickt. Das, also ich, ja, das war, also unglücklich, möchte ich sagen, ist das ausgegangen hier. Unglücklich. Das können wir ja vielleicht nachher nochmal überprüfen, ob das wirklich so unglücklich war. Ja, ich weiß nicht so genau. Hast du dich denn sonst irgendwie vorbereitet? Hast du in der Theorie Also. Taktiken dir zurechtgelegt für die Maps? Ich habe, muss ich ehrlich sagen, sehr wenig getan. Ich denke, jetzt hättest du mal ein bisschen mehr getan. Ich habe Ja. so ein bisschen, ich habe so ein bisschen mir halt echt angeguckt, wirklich, wie spielst du eigentlich Undead? Was sind die BOs von früher? Wie ist die Build Order? Weil ich mir da halt echt unsicher war. Aber ja, im Prinzip viel mehr habe ich nicht getan. Ich habe einmal gegen einen Bot auf Insane gespielt und habe gewonnen. Das war nämlich dein. Das ist eine Riesenleistung. Das kann nicht jeder von sich behaupten, das schon mal Das geschafft zu stimmt. haben. Reaper, du hast ja vorher gesagt, du findest das Matchup unfair für dich. Ja, natürlich ist das Matchup unfair. Ich meine, jeder, der Walk of Night kennt, weiß, der Undead ist einfach klein im Vorteil. Er hat Destroyer, wogegen der Human nichts machen kann. Einfach gar nichts. Deswegen, selbst wenn ich verlieren sollte, das war's. Einfach Matchup. Weißt du, das sind auch die Spieler, die in Dota, die heulen rum, Drow ist Imba, Viper ist Imba, kann man gar nichts gegen tun. Ja. Die denken nämlich nicht drüber nach, wie man es kontern könnte, sondern weinen nur rum, wie sie Ja, wie mit ausgekontert werden. Gyrokoptern, du machst ein Pantherfeuerchen, Ende. Womit soll ich spielen? Dragonhawks mit 5 Damage? Hey, ich meine, ich kann Ach, Rifler ich. spielen, aber dann kommen die Abos von dir. Ich habe keine Chance, ganz einfach. Das heißt, wenn ich jetzt gewinne, und ich werde gewinnen, wird das einfach, ne? Das zeigt einfach einmal mehr, dass ich einfach gut bin, dass ich es einfach drauf habe. Im Gegensatz zu dir. Süß. Ziemlich süß. Ja, danke. Gib mir Mühe. Okay, also mit euren Warcraft 3-Expertisen sieht das jetzt nicht so überragend aus, würde ich mal sagen. Aber wir werden sehen, wie sich das im Low-Level-Bereich heute ausschlagen wird. Mein Fraps scheint irgendwie. Guck mal, er merkt jetzt nämlich Raus. langsam, oh Scheiße, ich habe doch gar keine Chance. Und Ja, dann aber er hat denkt sich. sich, Das, 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 da das kann ist. ich es ja gar nicht aufnehmen, Das ist dann ja auch ein. müssen wir das wohl leider beenden. Wie ärgerlich. Das ist aber ja auch ein Zeichen, dass er sich noch weniger vorbereitet hat als du. Ja. Weil das schon Ja. kaum möglich ist. Ich Wo meine, jeder, bist der ihn du kennt, der hin? weiß. Ich bin Würdest kurz jetzt. raus. Ich musste Walk of Time neu starten. Sorry, Würde Bro. jetzt ja gerne starten, muss ich ehrlich zugeben. Aber bist du Ja, heiß? ja. Juckt's in den Fingern? Ich bin in der Tat sehr heiß, muss ich sagen. Und auch ein bisschen aufgeregt, weil das ist halt wirklich dieses nicht zu wissen, was auf dich zukommt. Das ist schrecklich. Ich hab ganz ehrlich keine Ahnung, was abgeht. Mein Fabs möchte einfach nichts. Du Möchte einfach könntest, nicht spielen. weiß ich nicht, was kannst du machen? Mit OBS und Window Mode geht das eigentlich ganz gut. Und ne Mousetrapper. Dann Ja. starte ich halt im Window Mode. Ist natürlich ungewohnt. Das könnte der entscheidende Vorteil sein am Ende dieses Tages.
Für Nice Try. Dann brauchst du aber einen Mousetrapper, damit der, die Maus in dem Fenster bleibt und nicht drüber weggeht. Ach, scheiß drauf, ehrlich. Ja, ich höre dich jetzt schon rumheulen. Ey, das ist alles blöd. Hätte ich mal einen Mousetrapper gehabt. Soll ich dir einen schicken? Nein, danke. Das ist Fair Play an dieser Stelle. Ah, okay, wenn er nicht möchte, dann lassen wir es. Dann nicht. Weißt du, ich kann es ja an der Stelle nur anbieten. Also ohne Mousetrapper würde ich sagen, kriegst du richtig auf Schnauze. Ich würde dir empfehlen, dieses Angebot anzunehmen. Du kannst halt nicht nach links und nach unten scrollen, weil du dann links... Oder hast du einen zweiten Bildschirm? Wenn du einen zweiten Bildschirm hast, geht's halt bei einem zweiten Bildschirm raus und unten gehst du immer auf die Taskleiste und kannst nie nach unten scrollen. Also es ist schon richtig AIDS. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber gut. Also ist, ich hab's halt dir einfach angeboten. Das heißt, ja, dass du als Ausrede nicht mehr zählst. Ja, als Ausrede haben wir auch schon das Trainingsgame gegen mich. Und natürlich die Rasse. Ich werde natürlich für Leute, die jetzt nicht so Warcraft-begabt sind und das früher nicht verfolgt haben, nachher, wenn wir im Spiel sind, das Ganze nochmal ein bisschen erklären. Also falls ihr da keinen Plan von habt, dann genau, macht euch keine Sorgen. Genau, deshalb würde ich euch echt empfehlen, Leute, die wenig Ahnung von Warcraft haben und einfach mal auch wirklich wissen wollen, worum geht's eigentlich, dann würde ich euch echt empfehlen, guckt euch lieber das von Jannis an, vom Back to Warcraft, weil wir werden wahrscheinlich auch gar nicht ganz so viel reden, weil man sich ja doch so ein bisschen konzentrieren muss manchmal. Soll von Vorteil also, sein. Und deshalb, also wenn ihr wirklich kompetente Beratung haben möchtet, Becastung, wie nennt man das? Weiß ich nicht. Wie sah denn von euch der Tag so aus? So habt ihr noch irgendwie, weiß ich nicht, euch freigenommen, euch geistig vorbereitet, irgendwie was Besonderes gegessen, heute mal nur Salat, damit das Fett nicht die Gedankengänge... Ich war an der Uni von 8 bis 12, dann habe ich Nachhilfe gegeben, dann habe ich Sport gemacht und bis gerade eben gegessen. Okay. Das war mein Tag. Also wenn noch jemand den guten alten Todd kennt von 4Kings, der hat ja gesagt, natürlich, er spielt immer mit leerem Magen, weil sein Gehirn dann besser arbeiten kann. Ganz witzig, ist die nächste Ausrede. Ich wollte dich gerade sagen, ich habe heute noch nichts gegessen. Ja? Ich habe heute Morgen ein Knäckebrot gegessen, das war's. Mehr habe ich heute nicht gegessen. Also, was heißt heute Morgen? Erstmal wollte ich heute richtig früh aufstehen und schwimmen gehen heute Morgen. Hab dir weg um 8 geklingelt, dann habe ich ihn ausgemacht und habe bis 2 gepennt. dann habe ich ein Knäckebrot gegessen und Serien geguckt. bis gerade eben und jetzt geht's los. bist du denn bereit, Mr. Bottom Reaper? Hast du es langsam mal? Natürlich bin ich das. Okay. Ja, mein Fraps will einfach nicht anspringen, ich mach's jetzt ohne Scheiß so. Gut, das ist natürlich jetzt kein großer Dienst an den Fans, aber gut, Nö. Du musst das ja, wissen. Ja, was soll ich machen? Mein Fraps möchte einfach nicht starten. Es nimmt mit 5 FPS auf. Ich meine, so kann ich nicht spielen. Ja, das ist in der Tat nicht so schön. Gut, also Fans von Bottom Reaper, sorry. ich speichere einfach die Replays, ich hasse selbst. Ne? Alles ich habe eh keine Fans, ich habe alles nur gekauft. Alles nur gekauft, Abos, ganz einfach. Aber gut, Ey, yo. Dann, würde ich sagen, du kannst zu dir runtergehen. Ach genau, ich wollte mir noch einen Zettel schnell mal holen und aufschreiben, wann wir die Games starten. Dann kann ich das nämlich später viel leichter schneiden. Ah, ich dachte, du wolltest dir die BOs noch aufschreiben. Oder hast ja, du das etwa hier, schon? Jetzt kommt doch hier mein Dings. Wer hat sich die Zettel immer noch geschrieben, wo die Tactics von den anderen drauf hatte? Hasuops hat das gemacht, genau, bei den letzten Finals. Ein riesen Zettelhaufen. So, dann 30 reicht mir schon als Start. So! Wenn du dann durcheinander kommst und dann denkst, oh, wo bleibt der Demon Hunter? Oh, ich bin... Problem. Der Demon Hunter bei Undead ist natürlich auch eminent wichtig. Oder bei Human, also deswegen sag ich ja. Und dann daneben ihr steht wirklich, ich bin tatsächlich das erste Mal beim Zocken mal wieder nervös. Wirklich. Also, das hatte ich Ewigkeit nicht mehr, dass ich beim Spiel mal wirklich vernünftig nervös wurde. Du bist einfach beide, dass ich gewinne, deswegen bist du auch nervös. Du bist beide, du wirst tierisch kassieren. So, lass uns loslegen hier. Ich wollte gerade sagen, das sind doch schöne Abschiedsworte. Ich verschwinde in meinen eigenen Caster-Channel, der mir netterweise eingerichtet wurde. Und ja, ich wünsche euch beiden viel Spaß. Ich melde mich nach dem ersten Game wieder. Dann gucken wir mal, wie das Ganze so gelaufen ist. Und wer wen wegen was zuflamet. Da freue ich mich eigentlich noch mehr drauf, als auf die Games selber. Also dieser Trash-Talk wird fantastisch werden. Ja, Jungs, an beide viel Glück, habt Spaß. Und abused nicht zu viel. Map-Hacks bitte aus, Mousetrapper bitte an. Und bis gleich. So, das waren die beiden. Nice Try und Bottom Reaper von Channel Raute Schlacher und natürlich Get to the Keyboard. Und wenn es schon heißt Get to the Keyboard, gehen wir jetzt direkt ins Game. Auf der ersten Map. Es ist natürlich Twisted Meadows, wie vorher hier, wie heißt das Ding? Entschieden wurde. So.
Wir haben ja ein schönes Overlay mit der Production und ja. Gut, die keine Ahnung haben, was hier gerade abgeht, das ist Warcraft 3. Ihr kennt es vielleicht aus der guten alten E-Sport-Zeit, wo noch schöne Games gespielt wurden und nicht LOL oder so. Oder Hearthstone. Ich bin da ein bisschen, ja, egal. Ihr mögt es vielleicht mögen bei uns. Wir sind noch oldschool. Das Ziel ist es natürlich, die gegnerischen Gebäude alle zu zerstören, wie in quasi jedem Strategiespiel, das es so auf dieser Welt gibt. Besonderheit in Warcraft 3 natürlich, man hat nicht nur Units, man hat auch Helden und das sind natürlich die wichtigsten Teile der Army. Man versucht, die schnellstmöglich hochzuleveln durch Creeping, durch Killen der gegnerischen Units und Heroes. Und ja, das sollte das Ziel von beiden sein. Wir sehen hier Nice Try in Rot als Undead. Das ist eine Rasse sehr bekannt für ihre Heroes. Die haben einen schönen Nuke. Also die können, wie sagt man das denn? Mit vier Klicks, sage ich mal, gegnerische Einheiten sehr schnell auseinandernehmen. Kostet natürlich alles Mana. Muss regeneriert werden. Wir werden das im Verlaufe des Spiels sehen. Dafür ist ihre Build Order ein bisschen anders. Aber ich sehe schon bei Nice Try sehr schneller First Hero. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für Leute, die jetzt vielleicht lange nicht geguckt haben. Früher wurde die Fiend Build Order so gespielt, dass der Graveyard zuerst kommt und der Hero dann spät, aber an dieser Stelle wird der Hero wohl schnell den Weg über die Map finden und harassen, also die ganze Zeit stressen, versuchen den ein oder anderen Worker, den Arbeiter hier zu killen und damit ein paar Experience-Punkte zu sammeln und die vielleicht kommende Expansion von seinem Gegner zu delayen. Wir gucken rüber auf die andere Seite der Map, denn wir haben Cross-Position hier auf Twisted Meadows. Bottom Reaper als Human gespawnt mit dem Archmage First, ganz oldschool. Hat hier schon den ersten kleinen Fehler gemacht, wenn er Standard spielt. Normalerweise baut man den Altar hier hin, damit man genau dieses Creep Camp nehmen kann mit Militia Support. Das sind umgewandelte Arbeiter, die dann ein bisschen stärker sind, aber nur für eine kleine gewisse Zeit. Ich bin gespannt, was er macht. Er könnte natürlich auch hier direkt zum Orangen-Spot gehen. Der bringt ein bisschen weniger Erfahrung, ein bisschen weniger gutes Item. Aber, okay, er hält sich erstmal mit dem Acolyte auf und da kommt die Militia. Also, okay, der kleine Fehler mit dem Altar, aber das wird definitiv nicht spielentscheidendes sein. Auch das Watermantle schön früh gesummelt, damit er gleich das zweite hinterhergehen kann. Die Spells haben natürlich Cooldown, dementsprechend versucht man da so ein bisschen entgegenzuarbeiten. So. Jetzt geht's hier auf den Rock Golem. Er droppt ein richtig gutes Item und er hat die Chance auf den Tomb of Experience, dass... oh, da verliert er fast den ersten Footy an die Fans, an die Creeps. Das ist definitiv nicht gut und auch dieser Militia hier muss aufpassen. Es gibt die Chance auf den Tomb of Experience. Das ist so ein kleiner Foliant, der hier droppt. Der gibt 100 Erfahrung. Einfach so. Es ist aber hier ein Tomb of Intelligence plus 2. Das ist nicht so gut. Und ein Belt of Giant Strength. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Nice Try kommt hier an. Killt die den ersten Arbeiter. Summoned direkt zwei Skelette mit diesem Item hier. Der Rod of Necromancy. Sehr coole Units im Early Game. Und er killt den zweiten und dritten Pestant. Also sehr, sehr gutes Early Game für Nice Try hier von Raute Schlacher. Natürlich, jetzt hat er zwei Skelette auf dem Feld. Versucht hier wahrscheinlich noch den ein oder anderen Footman raus. Er hat aber schon sehr viel Schaden angerichtet hier, fast Level 2, ohne einen einzigen Creepspot gemacht zu haben. Nimmt beide Skelette noch mit ganz, ganz wenig HP. Extrem gutes Micro von Nice Try hier. Da verliert er einen. Ich dachte, er denied jetzt noch die XP, aber nein. Level 2 Archmage. Durch diesen großen Creepspot natürlich. Das hat den Vorteil, dass er jetzt eine Aura als Second Skill hat, die ihm mehr Mana-Regeneration bringt und das resultiert natürlich in mehr Water Elementals, der sein First Spell ist, das sind diese Dinger hier, machen guten Schaden, tanken gut was weg, also auf jeden Fall im Early und Late Game sehr, sehr gute Einheiten, halten natürlich nur eine gewisse Zeit und sind dann wieder weg und kosten 125 Mana. Jetzt die erste Fiend mit am Start, das wird die Haupteinheit von Nice Try sein, denke ich mal. Piercing Damage, guter Schaden hier, 26 bis 31, halten auch gut was aus, müssen allerdings gegen Footman aufpassen, weil es gibt ein paar verschiedene Schadensarten in Warcraft 3, falls ihr gar keine Ahnung habt. Jetzt muss er auf die Fiend aufpassen, jawohl, keult sie, das ist der First Skill vom DK, das heilt entweder die eigenen Units oder macht Schaden auf die gegnerischen Units, kostet 75 Mana. Und ja, die Fiends haben hier Medium Armor und die nehmen extremen Schaden gegen Normal Damage von den Footies hier. Und jetzt hat Nice Try was gemacht, was eigentlich nicht passieren sollte. Er hat viel Damage auf den DK gekriegt. Die Undeads haben einen großen Nachteil im Early Game. Sie können sich nicht heilen. Die haben keine Potions, keine Sachen zum HP regenerieren. Das kommt dann erst auf T2.
Und dementsprechend hat er hier quasi nur seinen Blight, wo er ein bisschen schneller regeneriert, aber auch nicht allzu viel. So, keine Expansion von Bottom Reaper. Instant Tier 2 Tag, wobei der auch schon ziemlich spät ist, wenn man das hier jetzt mal vergleicht. Also das ist der Tier 2 Tag von Bottom Reaper, das hier der Tier 2 Tag von Nice Try. Das sieht alles sehr, sehr gut aus für den Undead an dieser Stelle. Das ist, muss man aber auch ganz ehrlich zugeben, die beste Map für Undeads, weil es hier für Humans nicht so einfach ist zu expandieren, was sie eigentlich in jedem Game machen. Zumindest heutzutage, früher eigentlich auch. Von daher sollte das eigentlich Bottom Reapers Ziel sein. Vielleicht denkt er, er braucht es nicht, aber ich würde es ihm doch stark empfehlen. Oh, das Water Elemental schlecht gesummelt, hat zweimal Purge abgekriegt. Das dispelt das Water Elemental. Diese hergezauberten Einheiten können gedispelt werden. Ihr kennt es wahrscheinlich aus Dota. Bringt natürlich gute Experience, ihr erreicht dann fast Level 3. Sehr, sehr wichtiges Level für die Heroes immer, weil ihr First Spell dann halt auf Stufe 2 geskillt werden kann und dementsprechend viel, viel stärker wird. Ring of Protection hier schlechtes Item, weil es einfach sehr, sehr wenig bringt. Nice Try auch mit einem guten Creep hier, verliert nichts, regeneriert noch ein paar HP, jetzt auch Level 2. Dank der Unholy Aura, das ist halt auch eine Aura auf Level 2 gekriegt, das bringt ihm, dass er ein paar mehr HP regeneriert pro Sekunde und die Einheiten insgesamt schneller sind. Ich weiß gar nicht genau die Anzahl, ich glaube 10% auf Level 1. Es kommen weitere Fiends und es kommt jetzt das Slaughterhouse, da werden die Obsidian Statues gebaut und der Lich Second, sehr, sehr wichtige Ergänzung zur Army. Slaughterhouse, Obsidian Statues regenerieren Mana und HP und können gemorpht werden in Destroyer. Das sind Flugeinheiten, die, wenn sie selber Mana auf sich haben, sehr, sehr viel Damage machen. Besonders gegen Tower und Heavy Armor Units, was diese Footmen zum Beispiel sind. Jetzt Level 3 für Bottom Reaper. Nichts gekauft am Goblin Laboratory. Da gibt es zum Beispiel Shredder und Zepper. Da werde ich dann nochmal drauf eingehen, wenn es soweit ist. Nice Try hier schon wieder in der Offensive. Er hat aber noch nicht Level 3 und sein Gegner wohl. Das ist immer ein ganz, ganz schlechtes Timing, da irgendwas zu machen. Vielleicht sollte er jetzt hier selber mit dem Licht diesen Spot nehmen. Dann kriegt er, wie gesagt, einen großen Erfahrungsvorteil und ein gutes Item. Aber er verlässt sich lieber auf diese kleinen Spots. Der Licht ist auch noch gar nicht da. Jetzt ist er da. Hätte eine Rod of Necromancy mitnehmen können. Ist aber auch nicht so wichtig. Beide noch mit ihren Town Portals. Keiner hat es verkauft. Und noch immer keine Anstalten einer Expansion von Bottom Reaper. Er holt sich jetzt hier den Mountain King. Sehr, sehr, sehr starke Einheit. Hat einen Stun, der Damage macht. Und wie gesagt, sehr, sehr langes Stun. Kostet nicht viel Mana, hat sehr viel HP. Und er spielt Rifleman. Das ist oldschool. Heutzutage sieht man diese kleinen Giftdinger überhaupt nicht mehr. Weil sie einfach eigentlich zu schwach sind. Für das jetzige Meta. Normalerweise spielt man irgendwie Tanks oder Gyrocopter oder Caster oder so. Aber gut, er wird sehen, was er damit anstellen kann. Das ist auf jeden Fall was, was früher sehr, sehr viel gespielt wurde, so vor 6-7 Jahren ungefähr. Aber er verliert sie auch schon. Und eigentlich ist der erste Rifler mit Abstand der wichtigste, wenn man damit sehr, sehr gut creepen kann und vielleicht ein paar Units rausnehmen. Der DK ist schon wieder sehr, sehr offensiv, das sollte er nicht machen. Aber er ist ein sehr, sehr gutes Timing, weil er eigentlich hier die zwei Producing Buildings, die im Aufbau befindlich sind, abbrechen kann. Er hat aber einen schlechten Fokus. Jetzt die erste Obsidian Statue mit dabei, kann also healen, wenn er es gut macht. Aber oh, da muss er gleich aufpassen, wenn der Mountain King kommt. Da kommt der Mountain King, sofort der Stormbolt. Riesen Damage hier auf Nice Tries DK. Den darf er nicht verlieren, aber der Stun ist vorbei und deswegen kann er seinen Town Portal nehmen. Die Fiend verliert er dennoch. Und ja, es war nicht das beste Timing, nicht das beste Place, also nicht die beste Positionierung von den Units von Nice Try. Und da hat er jetzt einiges mit verloren, denn so ein Town Portal kostet 350 Gold. Ich kann hier mal die Goldanzeigen einblenden. Das hätte nicht sein müssen und er hat keins der zwei Producing Buildings gekillt. Jetzt gibt's gleich Rifler-Caster-Kombo. Das ist nicht schlecht. Die Priests können healen, die Sorceress können nochmal verlangsamen, aber das Wichtigste sind wahrscheinlich die Breaker. Das werden wir dann später noch sehen. So, und jetzt nimmt Nice Try seine Natural Expansion. Und Bottom Reaper auch. Ich sehe aber noch keine Militia nachkommen. Das sind auch nur Priests hier. Also immer noch keine Expansion. Normalerweise, wenn man Rifler Caster spielt, will man sehr, sehr früh Druck machen. Aber er versteift sich jetzt hier erstmal aufs Creepen, will wahrscheinlich den Mountain King erstmal auf 3 haben. Ring of Protection für den Second Hero ist nicht so schlecht, weil er schon gut tanken kann.
aber es gibt da einfach deutlich bessere Items. Bei Nice Try gab es hier den Talisman of Evasion 15% Chance, Schlägen auszuweichen. Wenn man aber normalerweise den DK, den Death Knight, überhaupt nicht fokust, ist das hier überhaupt nicht so wild. Sollten sie beide verkaufen, um so ein bisschen mehr Gold zu scheffeln. Bottom Reaper hier mit 700 Gold, das ist eigentlich schon fast zu viel. Nice Try mit gutem Goldmanagement hier mit 400 ungefähr. Das haben wir schlechter von ihm gesehen. Meistens kreucht er so mit 1500 Gold durch die Gegend. Das soll natürlich nicht passieren, aber hat auch gerade gut investiert hier in die ersten Unit-Upgrades. Noch kein Destroyer-Upgrade, was wir hier sehen, und noch kein Third Hero. Slippers of Agility und die Potion of Greater Mana. Ganz, ganz gutes Item für Nice Try hier. Ich glaube, es sind, wie viel sind es genau? 300 Mana einfach so mit einem Klick. Das sind entweder 2,5 Novas, die der Licht machen kann, oder 4 Coils. Coil ist, wie gesagt, dieser Spell, der Units heilen und Gegner schädigen kann. Und jetzt geht es wahrscheinlich hier direkt wieder in die Vollen. Es sind nur zwei Rifler. Nur es geht instant auf den Arc-Match mit Coil Nova. Aber der Counterbolt kommt direkt. Deswegen kann der DK jetzt nichts machen. Hat aber clevererweise eine Potion of Healing hier gekauft. Also es sieht gar nicht so schlecht aus für Nice Try. Er kassiert so viele Hits auf seinen First Tier. Du musst instant die Potion schlucken. Da kommt der Bolt ein bisschen zu spät. Nächste Nova rockt hier rein. Die Fiend wird schön zurückgemicron. Die Statue hinten healt alles. Jetzt aber der Licht vorne. Viel zu weit drin. Da sind aber noch Coils. Jawohl, kein Problem. Die Fiends machen einen guten Job, hier die Unit nach und nach rauszunehmen. Es sind noch genug Mana da. Der Archmage kann auch noch zwei Water Elemental summonen und langsam, aber sicher sieht es doch gar nicht mehr so gut aus für Nice Try an dieser Stelle, aber er müsste mal, genau, die Priests raus, Micro, und die heilen nämlich auch die ganze Zeit. Seine Fiends nehmen aber gut Schaden, bisschen schlecht von Bottom Reaper, dass er hier nicht fokust, und da ist es Level 4 für den DK, für Nice Try, Level 2 Aura damit. Jetzt muss er aber gleich wieder auf den Giftzwerg aufpassen, denn er hat gleich wieder 75 Mana. Da dürfte aber kein Follow-Up sein, weil die Units von Bottom Reaper viel zu weit wegstehen. Da kann er nichts machen. Er versucht jetzt mit den Riflern, da ist auch noch ein TP. Er könnte sich also gleich retten. Er zieht sich aber zurück, kann somit ein bisschen länger im Fight bleiben und noch die ein oder andere Unit killen. Die nächste Nova knallt hier rein. Er hat noch keine Fiend verloren, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr, sehr schwaches Focusing jetzt endlich. Und damit auch Level 2 für den Mountain King. Der muss sich jetzt hier ein bisschen zurückziehen, weil er Angst hat vor der nächsten Nova, die gleich kommt. Und Coil ist natürlich auch am Start. Also extrem guter Fight für Nice Try. Killt nochmal mit einer Long Range Coil einen Priest. Und währenddessen ist aber die Expansion ab. Und das war natürlich das Zeitfenster, was Bottom Reaper sich hiermit erschaffen wollte. Dass er Zeit findet, hier die zweite Goldmine sich hochzuziehen. Und da muss jetzt langsam mal wieder der DK aufpassen. Da kommt die Counter-Nova und da ist das Follow-Up durch die Fiends. Coil! Bam! Mountain King down. Second Hero verliert Bottom Reaper hier. Und damit sieht es noch viel besser aus für Nice Try. Der hat jetzt aber das große Problem, dass sein Death Knight so heftig angeschlagen ist, dass er eigentlich keinen Druck machen kann. Er muss sich zurückziehen, warten, bis die Obsidian-Statues hier weiter seinen First Hero hochgeheilt haben, und wir sehen es in der Base, keine Frostworms oder so, noch immer kein Destroyer-Upgrade, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, er versteift sich aufs Creepen, will den Licht, oh, der hat er schon auf Level 3, es wäre der perfekte Zeitpunkt zum Pushen, wäre sein DK nicht so angeschlagen. Vielleicht sollte er sich irgendwie eine Potion of Invulnerability, die macht den Helden für 15 Sekunden unverwundbar, kaufen am Shop. Aber Bottom Reaper wagt sich jetzt hier auch schon wieder raus. Er hat natürlich jetzt das Problem, dass er nur diesen großen Creepspot vor der Haustür hat. Und er hat eigentlich nicht die Army. Okay, er kann ihn machen. Mit 4 Breakern ist das eigentlich kein Problem. Aber will natürlich auch die Experience, die Erfahrung auf seinem Second Hero, auf dem Mountain King. Der wird aber gerade wiedergeholt. Und Castle Tech, Tier 3 vom Human. Das sieht man in dieser Konstellation eher selten. Vielleicht wird er auf Night Scan, aber wir werden es gleich sehen. Was liegt da? Scotch Bone Chimes. Ziemlich schlechtes Item momentan, aber wenn er auf Abos geht, dann... Oh, er lässt es liegen. Das ist natürlich super schlecht. Verliert zwar keine Units, aber das Item hier bringt 200 Gold. Und damit Free Gold für Bottom Reaper. Damit hat er sich so ein bisschen wieder ins Spiel zurückgeholt. Zurückgebracht, sich selber. Verkauft die Scourge Bone Chimes auch instant. Das ist so ein kleines Zeichen gegen Knights, also gegen Ritter. Die Riflemen sind noch nicht getaggt, die Spellbreaker auch nicht. Bei Nice Trail sieht es ein bisschen besser aus. 2-2 Tag schon. Der hat da ordentlich investiert. Und Bottom Reaper auch schon auf 60 Supply. Wer es nicht kennt, in Warcraft gibt es so ein Steuersystem, also Steuern quasi. Wenn man über 50 Supply ist, dann muss man 3 Steuern pro Goldworker bezahlen. Normalerweise, wenn die hier so einen Sack zurückbringen, kriegt man 10 Gold dafür. Wenn man über 50 Supply ist, kriegt man nur noch 7. Und wenn man über 80 Supply ist, kriegt man nur noch 4. Dementsprechend will man das natürlich vermeiden. Aber sehr, sehr ungewöhnlich. Nice Try mit der Konter-Expansion. Er hat
definitiv die Zeit gerade. Versucht jetzt den zweiten Shop Creep zu machen, um nochmal hier die Experience und das nächste Item sich zu holen. Ich weiß nicht genau, ob Bottom Reaper das riecht. Er hat es auf jeden Fall nicht gescoutet. Er bewegt sich aber gut in die Richtung. Was haben wir hier? Oh, die Illyria's Flame of Accuracy. Eins der besten Items, weil alle Ranged Units damit 10% mehr Damage machen. Und das sind in seiner Army einfach mal alle Units außer der DK. Er hat auch hier ganz wichtig den Orb of Corruption schon aufgestellt. Jetzt kommt er zum nächsten Fight. Wieder der DK sehr weit vorne, aber er hat schon wieder eine Potion of Healing. Jetzt haben wir den Destroyer, aber der Fokus nicht. Der macht nichts, der idelt nur. Riesenfehler von Nightstrike hier. Er muss auch mal dispeln, das Water Elemental. Ganz, 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 ganz schlecht an dieser Stelle. Was macht er damit? Aber Bottom Reaper muss trotzdem raus tippen. Er hat da die schlechtere Fight-Position, obwohl er eigentlich die bessere Army-Composition hat und auch mehr Supply. Also ein bisschen angsthasenmäßig, wie er sich hier bewegt. Und jetzt hat Nightstrike auch gemerkt, dass er einen Destroyer hat. Herzlichen Glückwunsch dafür. Das ist aber jetzt eine sehr gute Situation für ihn gewesen, weil die Echse ist so gut wie durch. Er muss nur noch ein paar Acolytes mehr produzieren und dann sehen wir das. Und er switcht auf Abos, eine sehr, sehr dicke Tank-Unit, die mit Stinkewolke, wie man sie nennt, auch guten Damage macht, vor allen Dingen gegen die Breaker. Da kommt wieder das Damage-System zum Tragen. Nightstrike macht hier wieder Druck, der DK wieder sehr weit vorne. Er versucht es mit dem Fokus auf den Mountain King. Das sieht wieder sehr, sehr gut aus, Coil! Da kommen die Fiendschüsse und down ist der Kampfzwerg. Und ohne den kann hier Bottom Reaper eigentlich überhaupt nicht fighten. Immer noch die Potion auf dem Death Knight, der ist fast Level 5. Und der Lich auch schon Level 4. Was für ein Riesenvorteil hier für den Mann von Raute Schlacher, den Creator von Raute Schlacher TV. Und jetzt kommt die Coil wieder drauf nach der Nova. Frostmourne hat Hunger, aber der Lich finisht ihn. Beide Heroes down für Bottom Reaper. Extrem gute Situation. Das kann der Human ja eigentlich überhaupt nicht mehr halten. Er hat keine Tower in der Base. Das T3 ist vollkommen nutzlos gewesen bisher. Ganz, ganz viel verschwendete Ressourcen. Und wenn er jetzt den Death Knight so ein bisschen drauf aufpasst, dann sollte er das Ding ja eigentlich in der Tasche haben. Er muss mit dem Licht eigentlich die Units fokussen, die auch die Fiends fokussen, beziehungsweise andersrum. Aber ja, da verliert er eine Unit nach der anderen. GG für Nightstrike hier. 1-0 für den Mann von Raute Schlacher TV und ich werde natürlich sofort mich in den Channel vielen begeben. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank für die Blumen, ah. Dankeschön, Dankeschön. Fick dich einfach hart in den Arsch. Ah. Das kann man ja, so sagen. Jonas, das 1-0. Ja, richtig gut gespielt eigentlich für dein Level. Erleichterung hoch 10.000 gerade. Der Deathmatch hätte sterben müssen bei der 1-Edition, der hätte einfach sterben müssen. Bam! Jetzt kann ich auch kurz, Leute, ihr könnt gerne was im Chat schreiben. Ich habe den während des Games gelesen. Aber good job, muss ich ehrlich zugeben, das gut gespielt. Boah. Ich bin auch überrascht. Dankeschön. Ich war von mir selber überrascht. Da waren so ein paar Sachen bei, wo ich dachte, Alter, nice story, was machst du jetzt? Voll geil. Wobei ich in dem einen Fight, ne, ey, wo der DK so low war, ne? Ich hatte den die ganze Zeit noch in meiner Gruppe drin und hab dann immer mit der Gruppe eine Unit gefokust und der DK lief wieder rein und ich, oh scheiße, der DK, und du den zurückschicken. Und hab ich wieder mit der Gruppe, wo er immer noch drin war, gefokust und er ist immer wieder reingelaufen. Oh, schrecklich. Ja, Reaper, was ist... Echo Isles und natürlich eine sehr gute Human Map, die werden wir dann gleich sehen. Ja, Reaper, was ist da schiefgelaufen? Also ich hab ja eigentlich eine Fast Expansion erwartet. War nicht, nee, ne? Also nicht gegen Undead. Ich hasse Fast Expansion gegen Undead. Es funktioniert nicht, weil sobald du fast frierst, ist dein Tech delayed. Und das Passwort ist das gleiche. Okay, gut. Ich möchte ganz kurz was sagen. Weil dein Tech delayed ist das Problem, dass er einfach mit... Moment, ich muss nochmal mit Observern hosten. Nicht, dass ich dich unterbrechen möchte. Ja. Ach so. So, jetzt nochmal. Jetzt ich hoste mit Dings. Okay. Ja, weil das Problem, wie gesagt, sobald ich fast expandiere, hast du einfach viel stärkeren Tech. Ich habe auch eigentlich erwartet, dass du, weil du ja die ganze Zeit gesagt hast, du hast viel mehr strategische Möglichkeiten als nur Destroyer. Ich habe eigentlich mir gedacht, dass du auf Meat Wagons aus Necros gehst. Habe ich dir doch gesagt. Viecher gebaut mit Dingens. Ah, okay, das war also der Grund. Okay, ich habe mich ein bisschen gefragt, warum jetzt die Rifler Caster kommen gegen Fiends. Nee, weil ich war mir sicher, dass er das macht. Vor allem, ich habe ja auch, als du das gesehen hast, unten bei dem Laboratory habe ich ja auch revealed und da hatte nur einen einzigen Slaughterhouse. Ich dachte eigentlich, normalerweise spielt man zwei. Und ich habe den zweiten noch nicht gesehen. Also ich dachte, ein Slaughterhouse, vielleicht baut er gleich den Tempel, da kommen dann Meat Wagons und Necros. Deswegen schön Priest, Dispel. Ja. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ja. Aber du hattest kein... Dann ist es tatsächlich, konnte ich das dann richtig einschätzen, weil ich so gedacht habe, ich habe auch gedacht, hat er eine Expansion gemacht und dann dachte ich ja. Immer so, anhand der Fights, wo wir gefightet haben, und dachte ich so, nee, wann soll er das gemacht haben? Irgendwie hat die Zeit dazu nicht gereicht. Genau um sie dann, als ich dich gefragt habe, ob du sie gesetzt hast, genau dann war sie fertig. Okay.
Also ja. Okay, aber Reaper, wenn Necrowagons hätten kommen sollen, fehlte da nicht auch einfach der Temple of the Damned für die Taktik? Ja, deswegen sage ich ja, ich hab den nur nicht gesehen. Du kannst ja mit Goblin Laboratory nur ein kleines Areal okay aufdecken. Und ich habe daneben geklickt. Deswegen dachte ich, er hat es in seiner okay Base eher drin gebaut. Eine All-in-Konter-Strategie, die absolut nicht gefruchtet hat. Ich bin sehr gespannt auf Echo Isles. Fuck, ey. Hast du denn noch Zuversicht jetzt fürs zweite Game? Ja, also Echo Isle, ich gehe fest davon aus, dass ich gewinnen werde, weil einfach das war eigentlich eine sehr gute Map. Ja, wie gesagt, ich habe eine einzige Sache geübt, das war die BO auf Echo Isles. Okay, dann müsste das jetzt die Map sein für Bottom Reaper von Get to the Keyboard YouTube Channel. Nice Try, was denkst du über Echo? Ist tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingsmaps aus Warcraft 3, wobei man als Undead natürlich die eigentlich nicht mögen sollte, habe ich irgendwo mal gelesen. Wobei ich das nicht nachvollziehen kann, ich mag sie trotzdem sehr gerne. Was machst du denn? Ghoul Rush into more Ghoul Rush? Oder was? Ich habe früher, das kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, habe ich mal eine Strategie gespielt, die hat in dem Noob-Level, wo ich gespielt habe, tatsächlich früher geklappt. Da hast du am Anfang direkt zwei Crypts gebaut, verkaufst dein Main-Building und überrennst den einfach mit den Ghouls, bis du kein Gold mehr hast. Wenn das nicht klappt, hast du natürlich verloren, aber auf unterem Level hat das echt oft geklappt, einfach mit massiv vielen Ghoulen den Gegner aber mal kurz, überrennen. Aber wieso, bis du kein Gold mehr hast? Deine Goldmine ist unabhängig davon, ob du einen Orb gebaut hast oder nicht, oder? Nee, bei Undead nicht, oder? Doch, doch. Echt? Ja, doch, bei Undead ist das absolut wurscht. Okay, dann war es nur ein reiner Goldboost, um noch mehr Gold schneller zu haben, um mehr Ghoule zu haben. Aber ja, verrückte Strategie, war immer ganz witzig. Oh Gott. Okay, beide fühlen sich also sicher, was Echo als angeht. Matchball für Nice Try an dieser Stelle. Ich hab nicht gesagt, dass ich mich sicher fühle. Ich hab gesagt, du hast gesagt, du magst die Map. Ja, aber ich fühle mich trotzdem nicht sicher, Mann. Ich habe gesagt, ich fühle mich sicher. Ja, guck, das heißt, das kleine Pussykind Jonas, der sowieso Angst vor diesen Spielen hat, auf einer Map, die er aber mag. Okay, also theoretisch war Twisted Meadows jetzt auf jeden Fall die Undead-Map. Jetzt kommt definitiv die Human-Map. Ich bin gespannt, ob das 1-1 kommt und wir damit ein schönes drittes Game sehen. Ich drücke euch, wie gesagt, wieder beiden die Daumen und verschwinde wieder in meinen Caster-Channel. Und freue mich auf das Game. So, also diese taktischen Ausführungen von Bottom Reaper weiß ich jetzt nicht so genau, ob das so alles richtig ist. Wir können, es ist schon gestartet, wir switchen direkt wieder rein. Echo Isles, meine Damen und Herren, auf diesem wunderschönen Back to Warcraft Channel. Map Nummer 2, Nice Try gegen Bottom Reaper, 1-0 Führung für Nice Try hier in Rot als Undead auf Echo Isles gestartet. Bottom Reaper mal wieder als blauer Human-Spieler und Echo Isles ist ein bisschen besonders, weil normalerweise gibt es halt sehr, sehr viele Goldminen, das spielt zum Human eigentlich immer sehr gut in die Karten. Auf dieser Map gibt es nur eine zusätzliche Goldmine für beide Spieler, also jeweils eine. Das macht die Matches eigentlich immer sehr intensiv, meistens ein bisschen kürzer als die anderen Games. Und wie gesagt, normalerweise würde der Human hier sofort expandieren. Diese ganze Tech-Geschichte, die er da gerade gesagt hat, habe ich nicht so ganz verstanden, weil gerade eben war er auch schon dreiviertel Tech hinter Nice Try. Das ist einfach normal bei Human gegen Undead und da kann man auch eigentlich gut gegenarbeiten, weil man die Ward Elementals vom Archmage hat und damit eigentlich genug creepen und die Ghosts abwehren kann. Aber gut, er weiß, was er macht. Ich bin gespannt, was er jetzt hier für eine interessante BO sich ausgedacht hat. Und wir sehen schon was sehr Interessantes, denn wir haben kein Altar First. Das bedeutet, er wird zur Taverne gehen und sich da einen Neutral Hero holen. Das ist dieses schöne Gebäude hier. Da gibt es nochmal für jede Rasse quasi ein paar Heroes mehr. Da kommen dann so lustige Geschöpfe raus wie der Panda, eine Dark Ranger und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt, was er macht. Also man kann auf jeden Fall mit Panda First, könnte man spielen. Beastmaster könnte man vielleicht spielen. Dark Ranger, ja. Also ich bin, ja wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, was er hier geplant hat. Nice Try wieder ganz standardmäßig mit DK First und dann Switch into Fiends. Das ist auf jeden Fall keine Fast Expansion Build. Und oh, wir sehen hier großer Fehler von Bottom Reaper. Er hat viel zu viele Worker in der Mine. Man kann nur 5 reinstecken, ansonsten verschwendet man viel, viel Zeit.
Und ja, das könnte ihm eventuell noch zum Verhängnis werden. Einer sammelt jetzt kein Holz und damit kriegt, also wird er auf jeden Fall später Probleme kriegen. Nice Try scoutet hier. Zwei Militia schon am Start. Noch keine Unit an der Taverne. Da kommt jetzt der erste Footy. Er hat schon sehr viele Footies für dieses Stadium des Spiels. Und was sehen wir? Ich wette ein Panda. Nein, oh mein Gott, ein Firelord. Das ist völlig verrückt. Und er hat die Militia dabei. Aber wenn er hier towern will, dann hat er... Dann fehlt ihm auf jeden Fall die Lumbermill. Damit kann man Guard Tower bauen. Also er wird hier nur Arcane Tower haben. Das könnte ihm definitiv zum Verhängnis werden. Erstes Lava Spawn direkt gesummelt. Das ist halt auch wieder so eine beschworene Unit. Die hat die Besonderheit, wenn die 14 mal eine Unit hittet, dann teilt die sich und die Duration ist wieder komplett und man hat halt zwei Lava Spawns. Dementsprechend sollte man halt so viele Hits damit wie möglich machen. Und hier kommt tatsächlich die Tower auf Echo Isles gegen Undead. Völlig verrückt, der Hund. Gegen Undead Tower hat man eigentlich nie, weil in der Base von einem Undead lässt es sich so schwer fighten. Aber es sieht hier schon richtig schlecht aus. Nice Drive verliert Hitpoint um Hitpoint. Und wie ich schon auf der ersten Map gesagt habe, für die Undeads ist es unglaublich schwierig, hier irgendwie wieder HP zu regenerieren. Er ist jetzt zwar auf dem Blight, hat damit ein paar bessere Chancen, aber okay. Sieht nicht so gut aus. Vier Ghule hier, der erste ist schon down. Da, jetzt sehen wir es hier. Das kleine Feuerkondom teilt sich damit drei Lava-Spawns. Sehr, sehr hoher Damage. Er versucht hier irgendwie die Ghule im Spiel zu halten, vergisst allerdings zeitgleich Fiends nachzupumpen. Die werden so wichtig hier, vor allen Dingen gegen die Tower. Die könnte er damit abbrechen, aber er hat auf jeden Fall ein paar Skellies, kriegt jetzt den ersten Tower down mit den Ghulen, verliert aber auch alle und damit wird er extreme Goldprobleme bekommen. Holzprobleme bekommen, Entschuldigung. Hat jetzt aber auch die Chance mit seinen Skellies. Der hat keine Rod. Warum hat er keine Rod of Necromancy? Nächster Split vom Lava-Spawn. Das ist jetzt dann das vierte und der nächste Split. Fünfte, sechste Lava-Spawn. Oh mein Gott, das ist so viel Damage von diesen kleinen hüpfenden Feuerkondomen hier. Und der DK, der kann sich eigentlich gar nicht mehr aus der Base raustrauen. Jetzt switcht er auf Fiends. Die Ghule muss er unbedingt behalten, weil Fiends kosten auch Holz. Übermacht von Bottom Reaper an dieser Stelle. Der hat zwar Holzprobleme und das Tower hat er jetzt wohl aufgegeben. Aber was soll ihn stoppen mit so einer riesen Menge an Lava-Spawns? Natürlich teilen die sich nicht, wenn die auf Gebäude hitten. Das gilt nur, wenn die auf Units draufhauen. Und da ist nicht mehr allzu viel. Jetzt die erste Fiend da. Wie gesagt, extrem wichtig. Die ersten Skellies sind auch da. Sehr wichtig, dass er hier die Rod of Necromancy geholt hat. Ein Acolyte muss hier auf jeden Fall gegenrepairen. Das ist Nice Tries einziges Producing Building, wo die Units rauskommen können. Deswegen muss er das unbedingt halten. Hat jetzt gerade einen kleinen Goldnachteil. Wird hier aber schon Level 2. Jetzt auch Level 2 für den Firelord von Bottom Reaper. Hier teilt sich nochmal wunderschön das Lava Spawn. Ganz, ganz tolle Animation. Die Crypt steht aber noch. Der eine Acolyte hier mit einem Riesendienst. Jetzt kann er endlich den Fokus mal drauf switchen. Er hat ja diese Ranged Units. Er könnte eigentlich schon viel, viel früher fokussen. Könnte natürlich da damit auch die Lava-Spawns zum Teilen bringen. Aber nein, er macht das einfach nicht. Er geht weiter auf die Crypt und verliert passend um passend. Also es sieht gar nicht mehr so ganz schlecht aus für Nice Try. Holt sich hier die nächste Rod of Necromancy. Extrem wichtiges Item, wie gesagt, weil damit zwei kleine Skellies rauskommen. Und alle Lava-Spawns sind weg. Die kosten unglaublich viel Mana. Dementsprechend kann er gleich erst wieder einen neuen summonen. Und der DK auf Level 2,5, der Firelord ein bisschen vorne damit. Wie sieht's in der Base aus von Bottom Reaper? Der pumpt einfach nur weiter fleißig die Footman. Hat jetzt auch die Lumbermill fertig, also könnten gleich eventuell nochmal Tower kommen, aber er hat einfach vergessen. Nein, da kommen die nächsten Militia! Und damit wird's gleich auch weiter Tower geben. Das nächste Lava-Spawn ist auch am Start. Er geht nochmal ein Footy down. Er wollte damit Level 2,5. Okay, er ist noch weit, weit weg von Tier... von Level 3. Jetzt hat er endlich mal hier eine Rubian Tower. Er hat noch keinen weiteren Tower, keinen Spirit Tower oder so. Von daher ist das nicht so viel Damage. Das ist einfach nur slow gerade, was von diesem Tower kommt. Und jetzt geht's drauf hier. Die nächsten Tower werden hochgezogen. Da jetzt offensiver Tower wird wahrscheinlich gebaut. Das dauert aber ewig bei Undead. Und jetzt hat er den Probleme mit dem DK. Das sieht sehr schlecht aus. Micro hier aber nochmal gut zurück. Der Nice Try. Zweites Lava Spawn jetzt auch wieder am Start. Er kriegt natürlich die Hits durch die Skeletons, durch die Fiends, die jetzt da sind. Zwei Stück. Die sollte er mal zurückziehen. Die Necropolis noch nicht getaggt, damit auch noch kein Tower. Er hat kein Holz mehr. Nice Try hat kein Holz mehr. Er braucht jetzt unbedingt irgendwie Ghule, die so ein bisschen Holz für ihn reinhauen. Der erste Scout Tower ist fertig, kann ihn jetzt upgraden zu einem Arcane Tower oder einem Guard Tower. Der eine burnt das Mana, der andere macht sehr, sehr guten Schaden. Ich bin verwundert, wie lange Nice Try sich hier im Game halten kann. Das ist absolut respektabel, seine Leistung hier, wie er gerade auffällt. Aber natürlich Bottom Reaper, er hat ein paar kleine Fehler gemacht in diesem Game, aber es sieht nicht allzu schlecht für ihn aus. Drittes Lava-Spawn wieder auf dem Feld, Level 3 für den DK, noch kein Level 3 für den Firelord. Jetzt gleich Mana. Oh, da die Fiend schön den Tower wieder abgebrochen. Dieser Tower, was die Tower angeht, ist dieser Go auf jeden Fall ein absolutes Desaster momentan.
Und jetzt steht er hier in Range der Tower und deswegen heißt es Never Fight in an Undead Base. Die Tower sind so stark und die Units regenerieren extrem viel Hitpoints auf diesem Blight, also dieser vermoderte Untergrund. Weil jetzt aber zwei Fiends hintereinander, keine Anzeichen von Micro mehr. Vielleicht ist Nice Trade jetzt ein bisschen müde geworden. Nächste Tower wieder im Begriff hochgezogen zu werden, aber solange er den DK hat, kann er hier definitiv noch im Game bleiben. Er hat jetzt nur leider keinen Mana mehr für eine Coil, kann seine Units nicht mehr heilen und muss halt selber auch noch weiter aufpassen. Da ist ein Critter, der blockt den Eingang zur Base, so wie bitter ist das denn? Verliert jetzt hier noch ein Footy an die Tower, das heißt keine Experience für den DK. Aber auch, wie gesagt, keine Units mehr. Er vergisst einfach weitere Ghule zu pumpen. Er hat kein Holz-Income. Aber das ist jetzt auch noch nicht so extrem bedrohlich, was bei dem Reaper hier an den Start bringt. Das sind halt hauptsächlich zwei Footies, sein Hero, und die Peasants, die machen halt gar nichts an Schaden. Und jetzt kommt der erste Guard-Tower, jetzt kriegt er wieder Probleme mit dem DK, kein Incinerate. Er hat also Soulburn geskillt, wird dafür aber keinen Mana haben. Soulburn, ein Damage-over-Time-Spell, der ein wenig silenced. Oh, der DK muss jetzt so weit hinten bleiben, er braucht auf jeden Fall irgendwie 200 Hitpoints oder so, dass er so ein bisschen wieder im orangen Bereich ist. Da kommt die letzte Coil erstmal für eine gewisse Weile. Die Fiend muss sich weiter zurückziehen. Heiß. Auf das Messer schneide das ganze Ding hier, aber Bottom Reaper natürlich in der absolut komfortablen Situation, weil er einfach die ganze Zeit ganz in Ruhe sein Gold mined und weitere Units pumpen kann. Könnte vielleicht sogar eine Second Crypt bauen. Er hat ja genug Ressourcen. Nice Ray auf 1400 Gold. Er kann natürlich, er hat keinen Shop mehr, ne? Oh mein Gott, doch, er hat den Shop da vorne. Er muss auf jeden Fall immer weitere Rods of Necromancy kaufen. Und auf jeden Fall Ghule. Jetzt pumpt er endlich wieder Ghule. Oder ist das Level 2 Lava Spawn? Ihr macht bis zu 45 Damage. Jetzt hat er hier geblockt mit dem Lava Spawn. Was ein glücklicher Spawn. Und jetzt geht der DK down. Und das muss es hier gewesen sein. Eingefangen zwischen Tower und Altar und Necropolis. Ohne Hero kann er definitiv das Ding hier nicht halten. Jetzt ist der Tower down. Gleich ist der Shop down. Dann kriegt er keine Rods of Necromancy, keine Skelette mehr neu. Und wie gesagt, riesige Holzprobleme. Absolutes grobe Schnitzer hier im Makromanagement von Nice Run. Natürlich wieder mit dieser Taktik niemals gerechnet haben. Da kommt kein Anzeichen von Repair auf diesem Shop. Den lässt er einfach down gehen. Oh, 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 oh. Ja, also ich sehe da keinen Ausweg mehr, wenn ich ehrlich bin. Schön ist den Fokus geswitcht auf den Acolyte hier, damit er nicht repairen kann. Sehr, sehr gut von Bottom Reaper. Es sind so Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Upsala. Und jetzt, ja. Versucht das halt nochmal irgendwie mit den Ghoulen hier die Footies zu killen, aber das Wichtige sind eigentlich die Tower hier hinten. Und jetzt, wo der erste ab ist, ist es auch, die zwei ab sind, da wird es sehr, sehr schwer werden, mit irgendwelchen Units, mit Fiends, mit Heroes, die irgendwie nochmal down zu kriegen, solange er keine Cutters hat, die er nur auf T2 holen kann. Also Tower Rush gegen Undead, definitiv eine absolute Trollstrategie. Bisschen Low Mana ist das auch, aber okay. Vielleicht auch Verzweiflung aus seinem Munde. Oder aus seinen Fingern. Natürlich kein Micro mehr hier gerade an dieser Stelle. Und er kriegt auch keine Erfahrung, wenn er die Units killt, weil der Held noch im Altar ist. Er versucht es halt verzweifelt, aber er sollte die Ghule lieber benutzen, um irgendwie Holz zu hacken, weil das fehlt ihm halt die ganze Zeit. Aber jetzt die 4 Tower gleich da. Plus der Level fast 4 Firelord. Also ich sehe hier keine Chancen mehr. Jetzt der Death Knight wieder da, nur 100 Mana. Das ist eine Coil. Und immer noch keine Möglichkeiten, sich zu heilen. Wie gesagt, der Shop ist weg. Er hat hier hinten auch kaum Platz, um den neu zu bauen. Er braucht diese Rods of Necromancy, aber sowas von dringend. Der Firelord hat nur 300 HP, aber das ohne Licht kann er den jetzt auch nicht wirklich downfocusen. Nur mit Coils und Schwertschlägen. Die Crypt gleich auch down. Dieser fleißige Tower. Die ganze Zeit hat er drauf gehauen. Und jetzt hat er gleich endlich sein Ziel erreicht. Und wenn das geschafft ist, kann Nice Try nichts mehr nachbauen. Außer diese kleinen Acolytes, die eigentlich nichts wert sind. Außer sie meinen Gold. Er versucht hier nochmal die Crypt neu hochzuziehen. Also, ich weiß nicht, ob er sich damit so lange quälen muss. Weil es gibt keine Chancen für ihn, irgendwie zurückzukommen. Jetzt sollte ja auch, jawohl, Double Crypt, wie ich es gesagt habe. Noch mehr Druck. Und natürlich eine vollkommen funktionierende Wirtschaft auf der Seite von Bottom Reaper. Also das riecht nicht nur nach 1-1, das stinkt gewaltig nach 1-1. Und das sollte Nice Trade jetzt auch langsam mal einsehen. Also ich weiß, er ist nicht der beste Verlierer.
Ja, und Tower Rush, okay, vielleicht mit der zweiten Coil jetzt gleich. Er hat auch kein... Okay, er hat da hinten einen Shop gebaut. Er hat aber nicht auf T2 getaggt. Muss die Scroll of Regeneration benutzen. Aber der DK, oh, dumm, einfach in die Tower gelaufen. Super dumm. Mega Noob-Fehler. Verliert er die Hälfte seiner Hitpoints an diese vier Tower. Jetzt chasen ihn die Footmen, so wie sie es tun sollten. Da ist kein Ausweg mehr, da ist kein Shop, da ist gar nichts. Und die kleinen tapferen Leutchen mit Helm werden hier den Hero zum zweiten Mal töten. Und das muss es gewesen sein. Ich bin gespannt, ob ein GG kommt. Jawohl, GG von Nice Try. Ich switche sofort wieder in den Channel. Ja, aber wow, sau schlecht, ey. Siegewerk, boah. Alter, nee, wie kann ich das Siegewerk vergessen? Ich kann doch so doof sein. Ich stehe da noch. Wieso ist das Symbol grau? Oh. Fuck, Mann! Ja, da warst du nicht drauf vorbereitet, ne? Nee, erzähl mir, wie hätte ich's machen müssen, um das abzuwehren? Ich bin echt überfordert gewesen mit der Situation. Ich wusste nicht, wie ich's abwehren soll. Auch wenn ich's ja im Prinzip. Es waren. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich hätte am Anfang die Fire-Dinger kaputt machen sollen. Da waren auf einmal unglaublich viele. Die hättest du auf jeden Fall fokussen müssen. Die teilen sich nach 12 oder 14 Schlägen. Also, dass sie sich teilen, weiß ich schon, aber ich hatte nie das Gefühl, also ich hatte es zumindest nicht so in der Erinnerung im Kopf, dass das so unglaublich viele werden. Und ja, nee, das hatte ich auch noch nicht so gesehen. Das waren halt echt sau viele. Aber und ja, 10 Lava-Spawns, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Ja, aber bei uns schon. Ich hatte halt einfach... Ja, ich hätte die wahrscheinlich fokussen müssen. Und wenn ich das gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen. Da wären die Lava-Spawns nicht da gewesen. Dann wäre er nach dem ersten Versuch, wo die erste Tower da gemerkt hat, das Sägewerk ist nicht drin, hätte ich ihn wahrscheinlich zurückgeschlagen. Aber hätte ich vernünftig gespielt und das Sägewerk gebaut, wäre das einfach GG gewesen. Du hattest nicht genötigen Einheiten, du hast es zu spät gescoutet. Das ist das Problem. Ja. Hätte ich gut gespielt und hätte ich sowas wie Skill, dann hättest du einfach verloren, egal ob die gefokust hättest oder nicht. Ja. War das schon eine Verzweiflungstaktik, weil du weißt, dass du mit normalem Spiel nichts hinkriegst, Wie gesagt, auf Echo Alt, das ist das Einzige, was ich geübt habe, weil das ist das Einzige, was ich immer auf Echo Alt gegen Undead gespielt habe. Ich kann auf Echo Alt gegen Undead nicht spielen. Aber weil Echo Isle einfach übrig geblieben ist, ist das das Einzige, was ich kann. Ich verspreche, auf TS wird kein Tower Rush geben. Ja, und gleich kommt der nächste. Ja, jetzt habe ich mir auch schon gedacht. Ich schwöre, wenn ich einen Tower Rush auf Torina Stand mache, dann deaktiviere ich meinen YouTube-Kanal. Ja, aber trotzdem, Respekt, war auf jeden Fall, hätte ich so überhaupt nicht mit gerechnet. Und ja, ich wurde halt komplett überrascht und überrannt davon. Nur verdammt scheiße ausgeführt. Aber das macht ja nichts. Dann habe ich habe die ganze Zeit versucht, ich habe ja von Grubby die Casts gesehen. Also Grubby macht ja auch seine alten Spiele castet. Genau. Und da wurde er auch getower rushed. Da hat immer gesagt, das Wichtigste ist ruhig bleiben, ganz entspannt und gucken, was man noch machen kann. Ich hatte da auch gedacht, komm Jonas, ganz ruhig bleiben, guck, was du machen kannst. Dann dachte ich eigentlich, ja scheiße, was soll ich denn tun? Ich dachte auch so, ey, als denn die ersten Tower dann am Ende wirklich oben waren, da hätte ich da noch irgendwie was tun können, Da ich auch. Also du hattest halt die ganze Zeit keine Ghule, ne? Da hättest du vielleicht vorher mal irgendwie drauf achten können. Das ist mir zu spät auch aufgefallen, dass ich überhaupt kein Holz hatte. Hätte ich vielleicht Fiends komplett weglassen sollen und nur. Fiends war auf jeden Fall richtig. Aber du hättest halt damit die Lava. Damage gegen aufgebaute Tower. Sobald die am Bauen sind, ist das mit zwei Salben weg. Ja, du warst vielleicht ein bisschen zu offensiv damit und natürlich, also diese Riesenfehler mit den Lava-Spawns, das hat dir auf jeden Fall das Genick gebrochen. Das war, glaube ich, was der größte Fehler wahrscheinlich war, die nicht zu fokussen. Ja, aber ich finde es ja echt cool, dann haben wir jetzt ein drittes Game. Jo, das finde ich auch sehr gut. Vor allem Tower Rush finde ich auch cool, das hier zu sehen. Hätte ich hier vor allem auch gar nicht erwartet. Ich habe ja tatsächlich kurz mal überlegt, selber zu Tower Rushen, weil ich mal gesehen habe, wie einer das gemacht hat. Wie HLA gemacht hat. In den Top 100 war das, glaube ich, drin, mit dem Lich First, aber es war auch gegen den Ork. Und dann Lich First mit Ice Armor First. Aber ja, nee, das werde ich wahrscheinlich niemals hinkriegen. Nee, würde ich dir auch nicht. Das ist auch schwieriger. Ich habe halt Militia. Das ist eine Militia, so wie ein Dreiviertel Footy. Ja, schwieriger. Wieder dasselbe? Ich hoffe es schnell. Lass dich kurz. Ist natürlich jetzt eine schwierige psychologische Situation für beide eigentlich. So, Nice Try hat das erste Game ziemlich souverän, würde ich sagen, geholt. Jetzt mega auf die Fresse gekriegt, hat keine Ahnung, was kommen könnte, weil er jetzt weiß, okay, der Reaper ist verrückt mit seinen Taktiken. So, aber
Ja, und Bottom Reaper weiß jetzt nicht genau, ja scheiße, jetzt habe ich zwar das zweite Game gewonnen, wäre eigentlich im psychologischen Vorteil, aber weil er mich auf der ersten Map und ich nur mit diesen Troll-Tactics gewonnen habe, also es ist spannend, es ist spannend. Fucking Firelord mit Tower Rush, wer rechnet denn damit? Du so kannst aber sagen, was Bild. Aber Alter, Janis, auf der ersten Map hast du mich richtig zerstört, eben wegen diesem, am Anfang bei dem Creep und weil dein Death Knight nicht gestorben ist. Allein wegen diesen zwei Fehler hast du mich einfach vernichtet. Ansonsten vom Spielerischen haben wir beide genug Fehler gemacht. Du kannst reinkommen, ja, ich wollte gerade irgendwas sagen, jetzt habe ich aber, glaube ich, vergessen, was es war. Krass, wir haben übrigens mehr als 100 Viewer auf diesem Stream. Auf deinem? Ja. Bei mir sind es auch nochmal 140, also fast 250 Viewer hier bei so einem coolen Fun-Match. Finde ich richtig nice, auch Grüße natürlich an die Back-to-Warcraft-Zuschauer. Ja, von mir aus natürlich... Aber wir haben auch gerade in dem Game schon gesagt, wir haben richtig Spaß, Witz 3, bestes Game, müssen das nochmal machen. Fall. Was ist hier denn mit den Leuten von Back-to-Warcraft, ne? Was ist mit uns? Der Caster, der sich über uns lustig macht. Nachher FFA? ja, ich muss mal gucken, ob ich noch ein Date hab nachher, ansonsten bin ich für jegliche Schandtaten bereit. Geil. So. FFA machen. Aber ich glaube, dann verbühert ihr euch gegen mich. Jonas und ich sind ja quasi Geschwister. Aber sowas von aus einem Ei gepellt, würde ich mal sagen. Jo. Ich würde euch noch empfehlen, dass einer von euch in Team 2 geht. Ansonsten wird das Game nicht so ganz spannend. Wieso geht das? Das ist doch nur eine One-on-One-Map. Okay. Ja. Puh. Ich bin ready. Oder was? Ja, ich auch. Ich verschwinde aus diesem Channel, wünsche euch alles Glück dieser Welt und bin sehr gespannt auf Game 3. Tschüss. Oh Mann. Was labern die auch viel, ne? Und was auch für komische Sachen. Aber okay, macht nichts. Hier wurde gerade gefragt, wer ich bin. Für alle Zuschauer von Raute Schlacher oder Get to the Keyboard, mein Name oder mein Nickname ist Neo. Ich bin Warcraft-Caster seit 2008. Früher für ESL Radio gecastet, jetzt halt mein, also irgendwann als die ESL Warcraft dann halt sterben lassen, habe ich mit zwei anderen Leuten Back to Warcraft gegründet und da halt noch das Ganze versucht, ein bisschen am Leben zu lassen. Zu halten. Das ist ziemlich in die Hose gegangen, weil ich auch zu faul war. Und dann im Februar dieses Jahres haben wir nochmal eine Reunion gemacht mit den ganzen alten ESL-Radio-Leuten und Leuten, die wir sonst irgendwie von den Streams kannten. Und jetzt, seit ja gut 9 Monaten, betreiben wir diesen Channel und casten jede Woche um 19 Uhr am Donnerstag schöne Warcraft-Replays. Wir machen so kleine History-Sachen, also die besten Replays aller Zeiten haben wir gecastet, die besten 100, und jetzt machen wir die Replays of the Year von den Jahren 2006 bis 2014. Also schön History-Content, daneben gibt es natürlich noch was aus der aktuellen Szene. Wenn mal große Turniere anstehen, sind wir auf jeden Fall dabei. Sind letzten Monat nach China geflogen, um da was zu casten. Also es ist, Warcraft ist immer noch was los, und wenn ihr durch dieses Best of 3 wieder Bock bekommen habt, selber zu spielen, ihr seht es hier, w3arena.net ist der Server, wo ihr drauf spielen müsst. Kein Lag, kaum Hacker, sehr nette Spieler, sehr nette Community und natürlich unsere Streams fleißig gucken. Aber das soll jetzt alles egal sein, denn wir sind in Game 3, die entscheidende Map. Wer holt sich dieses Showmatch? Wer erntet Ruhm und Ehre und wer wird in die Geschichte eingehen als ewiger Verlierer des ersten Showmatches zwischen Nicetry und Bottom Reaper? Ist es der Mann von Raute Schlacher? Ist es der Mann von Get to the Keyword? Wir werden es sehen. Links oben auf Torina Stand startet Nicetry als Undead, natürlich wieder rechts unten Bottom Reaper als Human, und er wählt hier ganz standardmäßig den Archmage. Bei Nicetry ist es der DK als First Hero, und ich bin wirklich gespannt, was die beiden jetzt hier aufs Parkett zaubern. Torina Stand, ich würde fast sagen, ausgeglichene Map, weil, also normalerweise würde man jetzt sagen, sehr schwer zu exen für den Human eigentlich, also zumindest auf T1. Es dauert auf jeden Fall ein bisschen, es ist nicht so leicht wie auf anderen Maps. Aber da Bottom Reaper ja anscheinend keine Expansion spielen mag, fällt das Ganze natürlich auch flach. Von daher bin ich sehr gespannt, was er hier überhaupt macht. Vielleicht wieder der Rifler-Push, das könnte ganz gut gehen. Ganz wichtig auf diesen Maps auf jeden Fall dieser Creepspot, denn da droppt das beste Item entweder eine Potion, also eine große Potion of Mana, große Potion of Healing oder ein großer Invulnerability Potion, womit er dann 10 Sekunden unverwundbar wird. Aber das werden wir noch im späteren Verlauf des Games sehen, was da so passiert.
Standardmäßiger Creepspot hier für Bottom Reaper. Nice Try versucht sich schon wieder mit dem schönen Harris, wie er das gerade schon in den Games zuvor gemacht hat. Könnte jetzt hier sogar genau 100, er könnte den Pässen killen. Spart sich das vielleicht noch auf für die Zeit, wenn er zurückläuft. Keult nicht den Acolyte, schickt ihn einfach zurück. Kommt ein bisschen spät, um den Creep zu klauen. Das sollte man immer versuchen als Undead, wenn man so Harrison geht, mit der Keul aus sicherer Entfernung einen der Creeps zu stehlen. Oh, die Neider! Nee, doch nicht. Oh, in letzter Sekunde. Ich dachte, da sieht man die Dota-Skills von Nice Try, aber nein. Ein wenig zu spät. Gleich müsste auch der Tech kommen. Er hat noch ein bisschen wenig Gold. Der Tech mit zwei Fiends. Okay, man kann es auch mit einer machen. Ist dann halt ein bisschen schneller, aber gegen solche kleinen Ghosts dann etwas anfälliger. Oh oh, schon wieder. Nee, ich wollte gerade sagen, schon wieder Lumbermill. Er hat sich, glaube ich, wahrscheinlich verklickt. Er wollte eine Blacksmith bauen. Oder auch nicht. Ich dachte, er wird das vielleicht machen, um wieder Rifler zu gehen. Dafür braucht man hier eine Schmiede. Aber er stellt damit nichts an. Auch nur zwei Footies hier, oder? Okay, da kommen mehr. Fünf. Ich hatte sie nicht gesehen. Fünf Footies. Und Nice Try jetzt hier nach einem sehr erfolglosen ersten Go. Er hat auch keine Zeit geklaut oder so. Also das war wirklich einfach nur verschwendete Zeit hier am Anfang. Kann er jetzt endlich mal selber creepen. Mantle of Intelligence für ihn. Sehr, sehr gutes Item. Kriegt damit ein paar mehr Mana-Punkte. Und dementsprechend mehr Mana für Coils. Großer Creepspot hier für Bottom Reaper. Mit Militia Support natürlich leicht zu nehmen hier, das große Ding. Sentry Wards, sehr, sehr coole Units. Also, ich glaube, das muss ich euch Dota-Spieler nicht erzählen, was Wards sind. Also, die stellt man einfach irgendwo hin. Dann decken die den Bereich der Karte für eine gewisse Zeit auf. Class of Attack hier für den Death Knight nicht so gut. Für den Lich nachher umso besser. Und natürlich gleich Level 2 für den First Hero der Undeads und damit die Aura. Damit ein bisschen mehr Mobilität auf der Seite der Untoten. Und ja, hier T2-Tech von Bottom Reaper ist, ja, diesmal ist er näher dran. Das sollte seiner Taktik auf jeden Fall besser tun, als gerade eben auf Map 1 auf Twisted Meadows, wo er extrem spät im Tech war. Und wir sehen tatsächlich, nee, Lumbermill, keine Blacksmith. Okay, da kommt die Blacksmith. Dann wird er wahrscheinlich wirklich wieder Rifler spielen. Defend Upgrade, sehr, sehr wichtig. Gegen Fiends vor allen Dingen. Dann hauen die kleinen Footmans ihr Schild hoch. Die Fiends kriegen Schaden, wenn sie angreifen. Und die Footmen kriegen extrem viel weniger Schaden. Und hier wichtiges Creep Camp, das Mercenary Camp. Vielleicht ist Nice Try schnell genug, um hier den Taskmaster zu klauen. Level 3 von Bottom Reaper. Da kommt er noch ran. Das ist die große Frage. Kann er die Coil schmeißen? Er ist zu spät. Er ist zu. Und er kriegt die Potion of Greater Mana. Extrem krankes Item hier jetzt für Bottom Reaper. Er hat alle Karten in der Hand an dieser Stelle. Vielleicht jetzt nochmal die Chance, hier irgendwie ein paar Experience zu klauen. Es geht. Das Water Mantle geht down. Damit auch schon Level 2,5 für den Death Knight. Und ja, jetzt will er natürlich irgendwie Footies klauen oder so. Einer geht down, verliert dann für 2. Skelly ist jetzt nicht so wild. Er hat eine gute Situation. Er kriegt den Footy hier auf jeden Fall auch noch da. Und Defense ist noch nicht fertig. Frost Troll Berserker gekauft von Reaper. Der ist jetzt aber geblockt. Vielleicht ein Versuch zum Surround. Nee. Der tankt ziemlich guten Schaden weg, weil er hier Medium Armor hat. Das ist ziemlich schlecht gegen Piercing Damage. Aber mit einer Coil. Ja, da ist auf jeden Fall noch eine Coil drin. Er muss noch 100 mehr Damage machen. Dann ist das Ding gegessen. Oh, kommt da die Fiendschüsse? Reicht das? Reicht es? Jawohl! Oh, damit sehr viel verschwendetes Gold für Bottom Reaper hier. Er war in einer wirklich guten Situation vor diesem Creep. Jetzt auch mit der Potion of Greater Mana gleich vor allen Dingen für den Mountain King. Ein extrem starkes Item. Viel mehr. Oh, er hat sich eingebaut. Oh mein Gott, er hat sich tatsächlich eingebaut. Er kommt da nicht raus. Er muss die Bäume wegmachen. Und das ist ein schlechtes Timing, weil normalerweise kann man sehr easy die Natural Expansion creepen mit dem Rifleman hier. Wir sehen den T3-Tech bei Nice Try, wir sehen das Slaughterhouse ein bisschen spät. Ist der Licht schon da? Nee, okay, das wundert mich. Auch noch kein... Jetzt kommt der Mountain King. Einer der besten Heroes gegen Undead, die es überhaupt gibt. Oh, und Jonas, Nice Try, ich weiß nicht, ob das ein guter Move ist hier, ohne Skellies, ohne das Lightning Shield, das macht sehr, aber er nutzt es, ne, nutzt er es? Okay, er könnte es jetzt hier hinstellen, damit alle Units irgendwie Damage kriegen, aber er macht es jetzt hier mit dem Enforcer, das ist ganz gut, tankt aber ordentlich Damage auf seinem Death Knight. Zweites Lightning Shield, oh, guck mal, wie das reinhaut hier, was für ein Area of Effect Damage, jetzt splittet er es endlich, tankt aber weiter mit dem Decay. Verliert unnötig viele Hitpoints, also großer, großer Fehler. Er hat noch keine Statue, das heißt, die Regeneration wird ewig dauern. Aber schon wieder hat er so ein Glück mit der Lurias Flood of Accuracy. Wieder 10% mehr Damage auf allen seinen Units außer dem Death Knight. Bottom Reaper in der Zeit den kleinen Spot hier gemacht. Gauntlets of Ogre Strength für den Mountain King ganz nett, aber okay. Wieder Rifler Caster und er hat sich immer noch eingebaut. Und ich glaube, er sieht es auch nicht. Er pumpt auch nicht mehr. Also irgendwie seine Rifler fehlen ihm hier komplett.
Hätte eigentlich das Gold dazu. Bei Nice Try auch schon wieder 700 Gold, 36 Supply, das sollte auch anders sein. Wo bleiben die Statues? Wo bleibt vor allen Dingen der Lich? Der ist extrem spät. Wand of Illusion, ein unglaublich schlechtes Item im Vergleich zu den Sentry Wards. Die aber noch nicht gestellt wurden. Doch, da ist eins am... Okay, das ist eine ziemlich schlechte Position. Normalerweise stellt man die irgendwie hier hin, um zu sehen, wann der Gegner kommt oder so. Aber wenn der Licht gleich da ist, hat er hier schon schön plus 11 Damage oder so drauf. Mit dem Orb auf jeden Fall plus 16. Jo, plus 12. Okay, es sind nur plus 12, weil er den Orb noch nicht drauf hat. Er hat keinen Orb gekauft. Oh mein Gott, was ein Fehler! Was für ein Fehler von Nice Try. Der Orb ist so wichtig für Undead. Macht 5 Armor weniger. Und wenn man negatives Armor hat, dann hat man irgendwie direkt 10% mehr Schaden auf der Unit oder so. Gut, Mountain King auch mit auf dem Feld. Die ersten Priests kommen und für Nice Try muss das Ziel sein, definitiv diese Priests schnell rauszunehmen. Reaper auf jeden Fall wieder gut gerüstet gegen einen Necro-Wacken-Push, aber der kommt auf jeden Fall nicht. Auch hier die Potion of Greater Mana. Beide also mit demselben Item von diesem Creeps und es ist mit Abstand das beste Item, was man hier finden kann. Sacrificial Pit. Das heißt, keine Destroyer und direkt Web-Upgrade. Sehr früh, kostet viel Holz. Und Natural Expansion Creep jetzt von Reaper, damit auch die Chance auf ein dickes, dickes Item. Tomb of Agility und jetzt warten wir hier auf den Renegade Wizard. Nice Try ist schon wieder sehr dicht dran. Aber er creept hier selber nochmal, findet Gloves of Haste, auch nicht schlecht für den Lich. Und hier gab es Robe of the Maggie, ein extrem gutes Item mal wieder für den MK, also... Alle Heroes eigentlich ziemlich gut gepimpt momentan. LOL, er gibt's auf dem Archmage! Riesenfehler! Die muss er auf dem Mountain King lassen. Für einfach viel mehr Bowls. 1,5 Bowls mehr. Jetzt schmeißt er den ersten Bolt drauf. Der Archmage, der DK viel zu weit vorne. Versucht mit der Nova zu kontern. Surround von Bottom Reaper. Sehr, sehr gut gemacht. Instant Town Portal. Keine Chance für Nice Try, irgendwie noch Schaden zu machen. Killt hier die zwei kleinen Dinger, aber das macht hier überhaupt nichts. Aber normalerweise sagt man, Humans können ohne Expansion gegen Undead nicht bestehen. Wir sehen hier übrigens immer noch den Rifler. Just saying. Kein Level 3 Licht. Da hat er ein bisschen komisch gecreept. Jetzt die Statues. Ich frage. Okay, benutzt er jetzt gleich den Shade? Das sollte er auf jeden Fall tun. Das dritte Upgrade schon für die Fiends. 3-0. Damit absolute Damage Monster. Vor allen Dingen natürlich in Verbindung mit der Illyrius Flute of Accuracy. Und er hat noch immer keinen Orb. Er hat 800 Gold und keinen Orb of Corruption. Das könnte ihm das Game kosten. Dieser Orb ist so fucking wichtig. Merkt das jetzt mal selber. Nee. Hauptsache 2 Mana Potions auf dem First Hero. Aber keinen Orb kaufen, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Beide bleiben unter 50 Supply, um keine Steuern bezahlen zu müssen. Erstes Attack Upgrade für die Breaker. Zweites sogar schon. Aber keine... Also normalerweise skillt man die Armor-Dinger first. Damit die Spellbreaker irgendwie auf 7 Armor kommen und ordentlich was wegblocken können. Nice Try muss sich was einfallen lassen gegen diese Masse an Breakern. Er switcht auf Abos. Die machen Normal Damage und er hat den Shade hier stehen. Ey, super wasted. Shade ist quasi ein legaler Map-Hack. Eine Unit, die unsichtbar ist. Und die man an den Arsch der Gegner-Army kleben kann. Oh, Instant Town Portal. Vielleicht hat er das nur geforst. Er müsste jetzt eigentlich weglaufen. Er hat eigentlich keine Chance in diesem Fight, weil kein Magic Damage da ist. Wieder viel zu offensiv der DK. Da muss direkt gleich seine Potion zünden. Hat zum Glück ein TP nachgekauft. Jetzt muss der Licht gleich mal die Nova reinhauen. Aber natürlich, diese Spellbreaker sind alle Magie immun. Er versucht mit dem Fokus auf dem Archmage. Der DK da schön geblockt vom Rifler. Jetzt kommt die Coil drauf. Kommt da gleich nochmal die Nova. Er verliert eine Fiend und damit Level Up. Level 4 für den Archmage. Mit der Level 2 Aura extrem gut. Jetzt natürlich auch für den Mountain King. Der ist aber immer noch Stufe 2. Genau wie der Licht. Beide weit, weit weg von Stufe 3, die Obsidian State muss auf jeden Fall behalten. Der DK ein Problem. Instant wieder rausgeportet. Also dieser Fight super unnötig.
Den hätte Nice Try definitiv nicht nehmen müssen. Aber nächste Chance für ihn, den Orb zu kaufen. Und... Jawohl! Da ist das Ding. Orb of Corruption. Und die erste Abo. Also vielleicht kommt Nice Try jetzt zurück ins Game. Beide auf 51 sind bei. Das ist etwas, wo man nie sein sollte. Und der Shade steht immer noch in der Base rum. So viel verschenktes Potenzial. Ich glaube, Nice Try ist wirklich nervös. Mittlerweile. 2-0 Upgrades immer noch. Und jetzt kommt hier die Militia. Das heißt, Expansion für Bottom Reaper, absolut korrektes Timing dafür. Fight gerade gewonnen. Nice Try musste super viel Gold ausgeben für den Orb und für das nächste Town Portal, was er sich hier gekauft hat. Dementsprechend kann er sich es jetzt leisten, wenn die Abklingzeit vorbei ist, hier die Expansion hochzuziehen. Natürlich Tyrannia's Stand eine sehr, sehr, also eine relativ kleine Map mit wenigen Creep-Spots. Die Map ist fast leer gecreept, bis auf diese kleinen grünen Spots, die wir hier noch haben gleich. Und Reaper geht nicht auf T3. Normalerweise Triple Hero Combo gegen Undead das Stärkste, was man machen kann. Aber es fehlt der Paladin. Und das T3 ist natürlich teuer. Kostet ungefähr 1000 Gold, das Ganze. Und er hat seinen Shade weggeschickt. Da läuft er. Jetzt muss er natürlich noch die Army finden. Und dann hat er quasi einen legalen Map-Hack. Claws of Attack schon wieder für den Licht. Dieser Mann in seinem Rock wird ein absolutes Monster. Plus 20 Schaden. Zwei Abos vorne mit drin. Die blocken natürlich gut was weg. Vier Fiends mit 3-0 Tech machen auch extrem viel Schaden. Noch kein Level 3 auf dem MK, glaube ich. Nee. Und es könnte wieder zum Fight kommen. Oh, ganz, ganz schlechte Position für Nice Try hier. Da muss Bottom Reaper eigentlich Kapital draus schlagen. Muss halt wieder raus, tippen, er verliert die erste Statue. Jonas will hier fighten. Keine gute Idee, meiner Meinung nach. Hat sich jetzt repositioniert sofort Nova auf dem Mountain King. Da ist keine Scroll of Healing, kein Invu-Pot, kein gar nichts. Also er kann es versuchen, aber natürlich der MK auch mit 850 Gold. Der DK, kein Problem, kriegt das nochmal irgendwie dieses Town Portal raus. Jawohl, das dritte Town Portal innerhalb von 3-4 Minuten oder so. Er versucht nochmal den Fokus auf den MK. Da kommen immer die Fiendschüsse. Reicht es? Nein! 20 Hitpoints. 20 Hitpoints retten den Second Hero. Oh mein Gott, und jetzt muss erstmal ordentlich geheilt werden. Wieder Counter-Expansion von Nice Try. Hoch auf 53 Supply. Also, ich weiß nicht, hier sollte eigentlich alles in den Push setzen und zur Echse gehen. Wo ist der Shade? Der Shade hat's gescoutet. Und jetzt wird er kalte Füße kriegen. Oder das ist schon seine Reaktion, die Counter-Echse, weil er sich nicht sicher genug fühlt, selber Druck auf die Echse auszuüben. Da ist aber kein Tower. Da kann er eigentlich hingehen. Er weiß nur nicht, wo die Army ist. Und Bottom Reaper macht das einzig Richtige. Geht zu seiner Expansion, verteidigt das. Beide hier knapp über 50. Also entweder will man schon auf 65 sein oder auf 50. Dass man so viel Gold spart, dass man einfach direkt rüber pusht. Ich warte bei Jonas noch auf ein Boneyard für die Frostworms. Aber gut, er holt sich Level 5 und vielleicht sogar Level 3 für den Lich. Da ist das Level 5 ganz knapp hier. Es fehlen 6 Erfahrungspunkte. Das ist nichts. Aber die Expansion hier ist auch fertig, damit beide mit zusätzlichem Income. Jetzt kommt der nächste Fight hier. Actionreiches Game. Da ist das Level 3. Die Nova ein bisschen verfrüht rausgehauen. Was für ein Fokus auf den DK. Der muss gleich wieder das TP zücken. Aber der Mountain King. Keine Chance. Finish ihn noch mit der Coil. Bisschen zu viel gewollt. Aber was soll's. Jetzt kann er hier eigentlich schon wieder fighten. Ohne den Stormbolt ist der Human eigentlich so gut wie gar nichts. Natürlich hat er noch ordentlich viele Breaker vorne drin. Aber die werden auch einer nach dem anderen rausgepflückt. Jetzt das TP von Bottom Reaper. Hat schon wieder nicht genug auf seinen Second Hero aufgepasst. Und jetzt alle Trümpfe in der Hand von Nice Try. Raute Schlacher hat schon ein Bein quasi auf dem obersten Podiumplätzchen. Es fehlt nicht mehr viel. Vielleicht sollte jemand ein paar Acolytes nachbauen. Er hat doch das Gold genug, aber wahrscheinlich kann der Fight dazwischen. Soll auch alles egal sein, denn jetzt geht's rein in die Peasant Line. Natürlich leichtes Futter der DK hier auf einem guten Weg zu Level 5,5. Alle Peasants down. Jetzt geht's auf die Town Hall. Ich weiß nicht, wie Bottom Reaper das verteidigen soll ohne seinen Mountain King. Das dauert eine gigantische Zeit, bis der wieder da ist. Natürlich ist er nur Level 2, von daher dauert es nicht ganz so lange. Er hätte vielleicht zur Taverne gehen können, aber er hat auch kein Gold. Er hat alles nochmal rausgehauen hier für den Mountain King, für den weiteren Rifler. Er hat auch genug Blocker und hinten drin was zu healen. Also die Army Composition ist gar nicht so schlecht. Seine Expansion aber jetzt down. Damit auch im negativen Supply. Kann erstmal nichts weiterbauen. Und bei Nice Try sieht es so gut aus. Bis auf diese drei Plätze hier, die völlig noobmäßig nicht von Acolytes besetzt sind.
Aber er hat, wie gesagt, alle Trümpfe in der Hand. Er hat den Hero-Vorteil, er hat den Economy-Vorteil, er hat den Supply-Vorteil. Das sind alle Vorteile, die man in Warcraft haben kann. Die Abomination vorne viel zu offensiv, da muss eine Coil kommen. Da ist Mana genug, er lässt sie einfach down gehen. Er versucht wieder mit Hero fokussiert auf den Archmage Nova. Da kommt die Coil, er macht sie lieber offensiv, holt sie nochmal eine Potion hier. Der Archmage hat er noch eine, hat er noch eine, er hat Gold dafür, aber es reicht nicht. Cooldown war drauf, First Hero auch down. StarCraft-Style jetzt bei Bottom Reaper. Ich sehe keine Chance mehr wirklich für ihn. Der muss mit A-Click jetzt irgendwie rein und versuchen vielleicht mit den Riflemen auf den Licht zu gehen. Er versucht nochmal Stormbolt. Der Mountain King ist wieder da. Reicht's für den DK? Nein, er wird schön zurückgemicrot. Der Licht nochmal eine Coil abbekommen. Absolut alles richtig gemacht hier von Nice Try. Portalt jetzt raus. Hat Riesenschaden angerichtet. Kann sich jetzt zurücklehnen auf den Rücken und sich hier am Erfolg dieser endlich voll besetzten Haunted Gold Mine zurück, ja, wie gesagt, ausruhen und zurücklehnen und seinen Vorteil weiterhin aus. Bauen. Wir sehen schon wieder Bottom Reaper hier in diesem Fight. 15 Supply verloren. Kein Level 3 Mountain King. Der Archmage kostet Unmengen von Gold, die er definitiv nicht mal ansatzweise hat. Jetzt kommt der Archmage wieder. Fast Level 6 DK. Und der Lich ist auch schon Level 4 geworden. Also dieses Beast, dieses DPS-Beast mit Namen Lich, hat hier einen großen Teil dazu beigetragen, dass Nice Try höchstwahrscheinlich dieses Game mit nach Hause nehmen wird. Bottom Reaper ist natürlich unter Zugzwang. Er muss was gegen die Expansion machen. Da sind keine Tower. Die kommen viel zu spät. Hätte er eigentlich vorher genug Gold gehabt. Nice Try auch im Supply Stack. Kann nicht weiterbauen. Das könnte ihm eventuell nochmal das Genick brechen, wenn Bottom Reaper jetzt hier das Micro, ja, das Korea-Micro, sag ich mal, rausholt. Und ja, da geht's jetzt drauf. Die Acolytes sind natürlich leichte Ziele. Es ist sehr, sehr schwer, eine Undead Exit zu verteidigen. Aber wenn er jetzt von hinten reinkommt und so sieht's aus, dann ist das eine richtig schlechte Position für Bottom Reaper. Kein Town Portal, keine Heal Potion, keine Mana Potion, gar nichts. Instant Nova auf den Mountain King. Er will's wieder versuchen, einfach mit Rechtsklick drauf. So wird's gemacht hier. Bash auf den DK, aber reichlich Coil. Fiendschüsse hinterher. Second Hero zum zweiten Mal down. Frostmourne hat Hunger und ist jetzt gesättigt. GG, well played, Sieger des Showmatches zwischen Bottom Reaper und Nice Try ist Nice Try. Laune gemacht. War auf jeden Fall geil. Muss ich ehrlich zugeben. Good job. Gut gespielt. Aber Gratz! Weißt du, Dankeschön. Ich wollte ja kurz eine Sache sagen, was ich ziemlich krass, also was ich interessant fand, bei mir zu sehen. Ey, wenn du mich meinen Spielstil spielen lässt, so wie ich Undead spielen kann, und wo ich sage, wo es auch für Noobs relativ effektiv ist, dann ist es, dann packe ich das relativ locker. Aber sobald du mich aus dem Konzept rausgebracht hast, was du ja im zweiten Game ganz hart gemacht hast, ich konnte ja überhaupt nicht das spielen, was ich spielen will, aber ich gefickt ohne Ende, weil ich auch null wusste, wie ich drauf eingehen soll. Aber trotzdem, sehr cool, hat Spaß gemacht. Vor allem, dass es dann auch über die ganzen drei Maps geht, viel, viel cooler, als wenn es einfach so 2-0-Rape ist. Ja, ja, nice! Und herzlichen Glückwunsch, war wirklich, also hast du wirklich gut gespielt. Sehr schön. Faire Verlierer, ja, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ach nee, Entschuldigung, du Wichser, du Bastard. Du hättest eigentlich direkt aus dem TS Rage quitten müssen. Ja. Aber noch kurz warten, bis ich reinkomme. Ja, ja, genau. Super, ey, Warcraft 3 ist es so ein tolles Spiel. Es macht einfach so viel Spaß, Warcraft 3 zu spielen. Ja, es ist richtig, richtig nice. Es macht so Laune. Deshalb, FFA? ich muss mal gucken. Ich glaube, Remo ist auf jeden Fall dabei. Oh, Remo ist auch dabei, sehr cool. Also der ist auf jeden Fall hier online. Da können wir glatt 2 und 2 spielen, ey. Das hab ich ja auch gerade gedacht. Oh, wollen wir das machen? Remo, hast du Bock? Das wäre cool, Bottom Reaper und ich gegen Jannis oh, und... Oh, das wäre so geil, Alter. Ich hätte Bock auf jeden Fall. Das wäre eine coole Nummer, auf jeden Fall, ja. Ich bräuchte dann nur vielleicht mal kurz deinen Mousetrapper. Ja. Oder vielleicht sollte Remo das einfach streamen, das ist, glaube ich, besser. Aber, ja. Weiß ich also, nicht. Ja, hier, hau mal den Mausstrapper rüber, weil ich hab meinen nur in diesem Hack drin. Und ich guck mal, ich hab einfach, ich guck mal, ob ich den jetzt auf die Schnelle finde. Nice, der Remo ist dabei. Der cool. Der war wirklich, also nochmal herzlichen Glückwunsch, Jonas, war richtig geil gespielt, hat mir ordentlich Spaß gemacht, ey. Ich war richtig von mir selber geil. Dann sogar teils überrascht, so. Also am Ende, ich in dem einen Fight, ey, ich hab die Abos sterben lassen wie nichts. Jo. Nur weil ich den, aber weil ich den scheiß Mountain King wollte. Ich hatte die Wahl, Abo retten oder MK direkt raus. Ey, aber ja. Ich hatte dich, dreimal und hatte ich dich im Surround und dreimal TPst du raus. Wie viel Geld hast du eigentlich? ey, das Ding war aber auch, weil der Mountain King hat mich, muss ich ehrlich sagen, am meisten abgefuckt, weil ich war auch so blöd, ey. Ich hab mein Lieblingsheld.
Mein DK ist halt immer vorgerannt, du hast ihm Stun reingedrückt und der hat gefressen ohne Ende. Natürlich, Spellbreaker-Fokus, ich überhaupt halt Extra-Breaker, halt ne, Desos sind dagegen nutzlos und die burnen ziemlich gut Mana. Das Problem ist halt, ich gehe nicht davon aus, dass du dreimal TP zündest, Alter, was geht bei dir? Ich hatte ja keine, ich meine, ich glaube ich mal irgendwie ein Gebäude, ein Ziggurat vergessen, also hatte ich ein bisschen Gold, als ich da angehäuft. Alter, warte. Du hast übrigens so lange vergessen, den Orb zu kaufen. Und du warst dreimal am Shop und du shoppst da so TP neu, Potion neu. Was ist denn da unten noch? Könnte man das vielleicht brauchen? Ich hab so ein Orb. Also pass auf. Ich hab's übrigens in den Dateibrowser in Dings hier gepackt. In TeamSpeak. Ah, okay, nice. Dann bist du jetzt WMC-Echse, heißt das Ganze. Und zwar, genau, als der Lich neu rauskam und ich T3 war. Ich habe auch erst ziemlich spät ein Lich gebaut, weil ich das vergessen hatte. Da habe ich überlegt, schickst du den jetzt zurück? Und weil da war der schon bei meiner Armee und ich dachte, komm, schick ihn zurück, der holt den Orb und kommt wieder. Aber ich gesagt, ah nee, wenn ich jetzt einen Fight mache, dann habe ich den Licht nicht dabei. Ja, es war sogar kurz vor dem Fight an der Brücke. Ah. Und dann dachte ich so, ja komm, kaufst du den später. Und das später war dann halt echt viel, viel später. Wobei ich ehrlich sagen muss, da bei dem Fight an der Brücke, ich laufe gerade an meiner zukünftigen Expansion vorbei, denke mir so, ah, komm, du kannst ja gleich mal eine bauen. Und das erste, was ich sehe, ist einfach der Death Knight davor und einfach wirklich, ich war so geschockt, Alter, weil den Kampf konnte ich nicht nehmen. Die einzige Möglichkeit war, dich halt zum TP zu zwingen. Ja, das ist richtig. Hat doch funktioniert. Das hat ja auch teilweise wirklich gut funktioniert, ja. Ich habe übrigens meine Echse, ne, da hatte ich gerade einen Shade losgeschickt und der Shade kam genau an der Echse an, als sie im Aufbau war. Also wusste ich genau, dass da die Echse steht. Dann wollte ich die eigentlich direkt angreifen, dann habe ich dich aber kurz vorher noch getroffen und konnte das nicht direkt machen, weil ich da ja wusste, dass sie nicht geschützt ist. Aber es ist schon cool. Auch wie dieses ganze theoretische Denken kommt ja dann auch irgendwie relativ flott dann wieder. Dann kommt man so wieder langsam rein, genau. Nur, und man merkt ja auch, ich muss ja schon sagen, auch in diesen drei Games merkst du schon, dass du irgendwann auch mit dem Micron so doch ein bisschen besser dastehst. Aber gut, bei Undead ist es vielleicht ein bisschen leichter als bei Human, weil Human hat ja meistens doch eher massig Einheiten. Ja, wir haben viele kleine Einheiten. Und Undead, gut, bei Undead sind das eher größere und ein bisschen dickere, die sind ein bisschen leichter. Das Problem bei dem ersten Game war, ich wollte halt, als wir aufeinander geclashed sind und ich hatte ja Defend für Footies, so ich wollte immer, wenn die Footies so unter 70 fallen, immer Defend aus und dann weglaufen. Das Problem ist, die scheiß Fiendschüsse gehen ja 10 Kilometer weit. Das heißt, er läuft gerade noch so weg, so 10 AP, buff, tot, da fick dich doch, ey. Ja. So, Remo, bitte mal ins TS kommen, dann können wir hier nämlich starten. Ja, sehr cool, das kann ich dann auch noch auf YouTube mit hochpacken, das ist bestimmt auch witzig. Das darfst du nur, wenn wir gewinnen. Also ich kann so schon mal sagen, der Jannis ist scheiße, Bottom Reaper. Den vernichten wir zuerst. Sehr gut. Aber ich bin richtig gut im 2-on-2. So, also so. Ja, wenn dein Main gut ist, bist du gut im 2-on-2. Nee, ich mach gute Calls. Also ich spiele richtig gut Dota, wenn die vier anderen Leute rocken. Ihr könnt übrigens, falls ihr irgendwas fragen wollt oder so, ich lese den Chat jetzt wieder gerade ein bisschen mit. Also wenn ihr was fragen wollt, könnt ihr jetzt gerne bei mir in den Chat was reinhauen. In den Games natürlich, von mir seid ihr jetzt eher gewohnt, dass ich viel auf den Chat eingehe, aber heute ging es ja um die Ehre. Ja. Um die Ehre, die ich verloren habe. Ah, ich erstatte sie dir irgendwann mal zurück gegen ein paar Euronen. Dark Souls, mein Freund. Dark Souls. Ja, bin gespannt, da wollte ich sowieso mal fragen, wolltest du denn PvP-Battle machen oder wie war... Wir können auch PvP, ist mir Wurst. Ich spiele auch mit den Füßen. Also wir können von mir, ich habe so ein paar Ideen, wie man könnte Dark Souls natürlich auch irgendwie bis zum gewissen Boss Speedrun-mäßig kleines Battle machen, wer schneller bist. Das willst du nicht gegen mich machen, ich hab versucht Speed zu runnen, meine Bestzeit ist 2 Stunden noch was. Also... Oh. Dann lieber nicht. Aber sonst irgendwas, so könnte man schon machen. Wie lange ich heute noch mache? Heute wird wirklich nicht so lang. Ich denke, wir machen jetzt noch das Two-on-Two und dann ist auch schon bald Schluss, weil heute habe ich auch nicht so viel Zeit. Also schade, dass man Emulator nicht gegeneinander zocken kann, weil sonst würde ich sagen, du? Super Smash Bros. Klar, geht 1. Das. Geht das? Doch, von 64 kannst du mit Dings hier, musst du dann über Hamachi machen, das geht aber. Boah, geil, Alter, dann lass ehrlich sagen, müssen wir mal machen gucken, daraus... Wäre eine coole Sache. Ja, Smash wäre richtig geil, da wäre ich auch dabei. Ja, über Smash Bros. War so cool. Da muss ich mir aber einen N64-Controller für den PC besorgen. Kann aber nicht so teuer sein. Mit den Fun-Maps ist noch eine ganz andere Sache. Das kommt auf jeden Fall ein YouTube-Video noch. Ich weiß nicht wirklich, ob ich es nächste Woche mache. Geplant ist aber ein wirklich kompletter, reiner Stream, wo wir nur Fun-Maps zocken. Also alles von früher, was man kennt. Footman Frenzy, Tower Wars, Tower Defense, Hero Line Wars. Und dann Pimp mit der Stream auch. Pimp My Peon auf jeden Fall auch dabei. Wird dann aber deutlich länger dauern. Der Stream wird dann wahrscheinlich bestimmt
6, 7, 8 Stunden Stream sein. Also da wird dann richtig viel gezockt. Aber das ist wahrscheinlich erst nächstes Wochenende bei mir irgendwie.